So, dann heiße ich die Leute da draußen mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Manga-Montags, dem Montag, an dem wir Manga lesen gemeinsam. Mit wir meine ich Flo und Jo, ich. Ja, wir sind beide müde, aber das hat rein gar nichts zu heißen. Wir ziehen es trotzdem durch. Wir haben es schon lange jetzt vor uns hingeschoben, beziehungsweise immer wieder kam irgendwas dazwischen. Und jetzt ziehen wir es durch. Angeloid, Band Nummer 13 ist der nächste Teil, den wir uns heute genauer angucken. Was witzig ist, weil wir beide dachten irgendwie, dass wir ein gewisses Déjà-vu hatten, so als wie wir hätten schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das Aber. jetzt eine Mischung war aus, dass sich einige Sachen dann doch ja wiederholen, so vom Thema her. Und dass man es halt schon mal gelesen hat und dann halt nochmal anblättert, dass das vielleicht da irgendwie sich deswegen so manifestiert hat. Ich Aber. denk ab, absolut, zumal auch noch der eine andere Punkt ist, wenn du noch die Hintergründe machst, wie ich zum Beispiel, dann fällt dir das halt extrem auf, weil ich hab ja den Hintergrund schon vorher gemacht, also vor zig Monaten, und jetzt gucke ich da so wieder rein und denke mir, sag mal, kommt mir dieses Sache mit der Melone, es kommt mir doch irgendwie bekannt vor, das gibt's doch nicht. Haben wir vielleicht doch drüber schon geredet? Habe ich irgendwo die Aufnahmen verschlammt? Oder irgendwie so habe ich mir dann auch, irgendwie hast du mich dann komplett Paranoia gemacht. Und dann hat sich rausgestellt, nee, ist doch nicht so. Also, okay. Dann geht's ja noch. Okay. So. Dann schauen wir mal, wie wir heute starten. Ehrlich gesagt, ich kann nicht mal ein momentanes Fazit von dem Band haben, weil ich habe schon wieder, glaube ich, gefühlt die Hälfte vergessen. Oh Beziehungsweise ich ja. weiß es, wenn ich es sehe, aber ich könnte jetzt spontan nur Ja, bedingt genau. sagen, was da drin passiert ist. Das ist schon Ja. wirklich wieder lange her. So, wir fangen einfach mal an. Und zwar beginnen wir mit Kapitel Nummer 51 mit dem Namen Wassermelone. Wir leben in Kapiteln 51 bis 54 heute, beziehungsweise Band 13 im deutschen Bereich. Tsuminasuki, Sorano Otoshimono, a.k.a. Angeloid, von Panini. Jo. Bei Panini zu erstehen im deutschen Bereich. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Englisch eigentlich auch gab. Das frage ich mich jedes Ich Mal, denke mal aber ja. gab es. Obwohl? Also den Manga, wirklich den Manga, weil das Ja. Obwohl? Ich kenne, ich meine, ich, ja, stimmt. Nee, also ich kenne ein paar das war nur Leute, One die Translation, ja. ja, genau, ich kenne nämlich ein paar Leute, die können Panini auf den Tod nicht leiden und die haben die Version, deswegen ich kann mir fast vorstellen, dass es deswegen so ist, weil es die einzige ist. Gut, schauen wir mal. Wir fangen mal an, einfach mit dem 51. Kapitel Wassermelone. Ach so, scheiße, Namen. Oh, Namen sind natürlich jetzt wieder. Oh, sie sind wieder weg, ja. Die sind. Vielleicht kriege ich. Ich versuch's mal ohne. Ja. Mal gucken, wie ob ich's hinkriege. Also, Tomo sitzt gemeinsam mit den Mädels wieder mal am Strand. Das ist wieder eine Beach-Episode. Ja. Mal wieder. Das heißt, es gibt jede Menge Fanshots. So, deswegen, also passiert, wird man jetzt nicht allzu viel mehr erwarten in dem Kapitel. In erster Linie geht es darum, dass Tomo mal wieder irgendwelchen Bikinis hinterher schaut und natürlich wieder von Mitski. Mitski? Ja. Wieder mal verprügelt wird hinten und rechts. Und dann kommt das größte. Ich sag mal, mit einer der schlimmsten Momente in der ganzen Reihe, denn Ikaros sagt so still vor sich hin, beziehungsweise hat ein Problem und trägt sich die ganze Zeit schon mit sich rum. Ihre Wassermelone ist verschwunden. Fuck. Das wird ein trauriges, Fuck. genau. Das, ja. Und der Zufall will's, dass
es wieder mal einen Wettbewerb gibt, der sogenannte Yaminabe-Wettkampf. Das ist quasi Eintopfessen im Dunkeln, bei dem keiner der Teilnehmer weiß, welche Zutaten die anderen mitgebracht haben. Finde ich lustig. Mhm. Das ist eine lustige Idee. Aber ich würde trotzdem sagen, würde ich nur machen, wenn ich die Leute gut kenne. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an irgendwie hier Harvest Moon, wo es auch so ein Eintopf-Festival gab und du konntest da halt so richtig schmackhafte Sachen reinschmeißen. Aber auch hier ja, irgendwie stimmt. Müll oder so ein Scheiß. Ja, Stein oder so. Irgendwie so ein Schuh, den du aus dem Wasser gezogen hast oder so. Ja, das stimmt. Und genau. Am Ende wundern sie sich dann alle, wer das versaut hat und warum das Fest so ein Reinfall war und dass der sich schämen sollte. Du hast recht. Das war in den älteren, oder? Ja, also ich meine jetzt, also zum Beispiel, ich habe ja das von PlayStation 1, genau. Ein richtiger Connoisseur hier. Ja. PlayStation 1 Titel, den kennt kaum. Back to Nature, genau. Back to Nature, das kennt kaum einer, oder? Oh, echt? Also, eins der besten. Ich würde halt sagen, die bekanntesten sind die für den Gameboy. Mhm. Mhm. Und der eine Gamecube-Teil. Ja, stimmt. Wonderful Life oder sowas. Und dann, also mit Gameboy meine ich Gameboy Color und Gameboy Advance. Ja. Also die Teile, Friends of Mineral Town, war auch noch so ein Ding. Wie gesagt, und dann der Gamecube-Teil. Ich glaube, zu PlayStation 1 und auch N64-Teil, die haben ihre Fans, aber ich glaube, die sind nicht so bekannt. Ja, das kann gut sein, ja. Und dann ist ja Harvest Moon scheiße geworden. Also streng genommen sind die immer noch gut. Da ist so was ganz Komisches passiert, dass irgendwie Natsume, also die originalen Hersteller, die Rechte für den Namen irgendwie verloren haben oder so. Ja, irgendwie ja, so. Ja, genau. Das ist ganz, ganz komischer hier Bürokratie-Hickhack. Ja, deswegen also ist ja das Story of Seasons und was weiß ich. Ja. Genau, Story of Seasons, also wer Harvest Moon mochte und heute noch ein Harvest Moon spielen möchte, kauft sich bitte Story of Seasons, weil wer sich heutzutage Harvest Moon kauft, kauft sich sehr überteuerten Crap. Ja, genau. Also man kann es nicht anders formulieren. Es ist auch nicht das Original in dem Sinne mehr, weil die den Namen bekommen haben, das waren jetzt irgendwie andere. Und ja, ganz, ganz seltsam. Super weird. Ja. Aber ja, das ist eine schöne kleine Anekdote dazu. Und das Preisgeld sind 10 Millionen Yen. Da denken sich natürlich viele, oh mein Gott, was kann ich mit diesen 10 Millionen Yen alles machen? Ihr kannst ja natürlich vorstellen, Tomo hat da wieder direkt Bock, mit seinen Geishas durch die Gegend zu laufen. Mhm. Keine Ahnung, hier Mitski möchte irgendwie richtig fett mal einkaufen gehen, also essen. Ja, mit der Limousine zum Kartoffel kaufen und so. Ja, Gurken. Sind es nicht Gurken? Oh mein Gott, das sind Gurken, oder? Oder Auberginen oder sowas, ja. Oh, Gurken und Auberginen sind ja halt auch immer so ein absolutes Phallus-Symbol, beziehungsweise Symbol für die Fruchtbarkeit. War das nicht bei Aubergine so? Ja, genau. Ich finde es immer wieder lustig, weil es gibt immer wieder so also Anekdoten oder so Anspielungen, dass Mitski eigentlich auch ultra pervers ist, aber halt das alles so für sich behält. Ja, so, ja, genau. Also sie ist so ein, wie nennt man das? Auf Englisch gibt es da so einen guten Begriff, irgendwas mit Closet? Closet-Nympho oder sowas. Robert, oder so, eine Nymphe, ja. So ist in ihrem kleinen, stillen Kämmerlein ist die eigentlich ultra loot. Und bei Tomo ist halt gerade andersrum. Ja. der zieht halt alles nach außen so. Und ist im Verdeckten so ein Gentleman und so. Ja, ich denke halt sicherlich, das ist jetzt nur eines von vielen kleinen Details, was man wahrscheinlich merken kann, wo wir wahrscheinlich komplett übersehen haben in den Teilen davor. So. Und auf jeden Fall tun sie ihren Namensstempel drunter machen unter dem Vertrag, dass sie da teilnehmen und so weiter. Und es stellt sich heraus, es ist der Yaminabe-Wettkampf Judas. Das ist das kleine Fältchen unten wird dann frei. Der Typ steht wieder da und hier Satsukitane, war das? Ja, ich glaube ja. War zumindest ihr Nachname. Ja, genau. Mikako. War zumindest Hikako. Mikako, okay, ich glaube, genau. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall steht die Schülersprecherin wieder da mit ihrem Judas und
alle wissen wieder, was jetzt abgeht. Wir kennen die Sachen schon. Und es ist immer wieder so, ich finde es so interessant, wie oft dieser Part jetzt mit dem View das schon kam. Mhm. Aber es ist nie schlecht. Ja, ja. Es ist einfach, dieser Gag wird zwar ordentlich ausgepeitscht, so, aber er ist immer wieder gut, ne? Mhm. Es ist immer wieder. Ja, man muss ja auch mal bedenken, wie jetzt zum Beispiel, das war ja immer, in der Regel wurden die ja im Magazin veröffentlicht und wie viel Zeit jetzt zwischen diesen Dingern jetzt eigentlich tatsächlich war für die Leser, die es von Anfang an gelesen haben. Das ist natürlich wahr, wir sind ja bei Band 13, ja, ne? Genau. Das ist ja in Manga-Jahren, das ist schon eine Weile. Ja. Ist das vielleicht teil eventuell sogar so ein jährliches Event war immer oder so? Und dann, ja. Wäre nicht mal unglaubwürdig an dem Punkt, das stimmt schon. Ich glaube auch viele Mangaka sagen sich gerade, ach ja, jetzt ist gerade Sommerzeit, ich mache ein Sommerkapitel, mhm. Weißt du? Ja, genau. Passiert ja auch oft. Auf jeden Fall haben die beiden eher nicht so Bock drauf, aber haben jetzt unterschrieben und werden mehr oder minder gegen ihren Willen dazu gezwungen. Ja. So, dann sehen wir aufgebaut, natürlich wieder in den absurdesten Dimensionen, wie man sich nur vorstellen kann, mhm. einen Eintopf, der ungefähr, großer Swimmingpool ist, ja. Das ist schon fast ein halbes Schwimmbad eigentlich an dem Punkt, ne? Und was ich schon mal fragwürdig finde, ist, dass der scheinbar teilweise kocht. Also das Ding, also wenn du da einmal reinfällst, hast du wahrscheinlich keine Haut mehr. Ja. Und alles, was dich davor schützt, ist ungefähr ein Band. Ein Bauch, ein bauchhohes Band oder eine Begrenzung. Könnt ihr jederzeit reinspringen oder reinfallen. Geil. Also es sind dann so Sachen, die in meinem Kopf vorkommen, wenn ich da so eine brodelnde Küche da sehe, dann denke ich mir, oh, Alter, das Sicherheitsregeln, hallo? Ja. Aber Mikako ist das egal. Und sie zeigt ihnen halt, okay, da drin sind verschiedene Zutaten. Jede Zutat hat eine bestimmte Punktzahl. Und wer innerhalb einer Stunde die meisten Punkte gesammelt hat, ist der Sieger. Simpel. Mhm. Und, ach, ich sehe gerade, ich habe mir das Bild nochmal genauer geguckt. Das ist kein Band, was darum um das Ding herum geht. Das ist die Topfwand. Das ist ein riesiger Topf. Ah, okay, das ergibt mehr Sinn. Ja, ja, ja. Okay, ich habe gerade gewundert, wie greifen die da rein, wenn das so tief ist. Ja. Stimmt. Das die haben quasi einen riesigen Topf und haben da so ein Holzding rumgebaut, damit man drauf laufen kann. Ja, genau. Ah, jetzt, genau, jetzt macht das Sinn. Ja, jetzt macht das Sinn. Also es ist manchmal. Und während dieser Erklärung sieht man Ikarus, wie sie halt die ganze Zeit ihre heißgeliebte Melone versucht. Und Tomo denkt sich erstmal so, okay, scheint jetzt nicht so lebensgefährlich zu sein. Mhm. Finde ich mutig von ihm, weil ich finde, es ist eine der lebensgefährlichsten Sachen, eigentlich streng genommen. Aber ey, es geht wenigstens nicht um Waffen oder so. Nein, das ist schon mal nicht, nee. Das ist schon mal gut. Dann sieht man wieder den Lehrer als Kommentator, sowie eben halt mit der Präsidentin, wie sie da abchillen. Und hier Sugata hat die geile Theorie oder den geilen Skill, dass er einfach die ganze Suppe weglöffelt und dann einfach das, was so übrig bleibt, als Punktzahl einsackt. Mhm. Ist eine Strategie. Und Tomo wartet hingegen, bis er so diese Schilder sieht mit den Punktzahlen und wartet dann und schnappt dann zu. Und die 500 Punkte klingen schon mal recht geil. Er schnappt zu. Das machen sie mit den Essstäbchen quasi, was ich auch insane finde mit diesen. Egal. Ja. Das ist quasi deren Angel. Mhm. Das ist nicht sehr große Angel, aber ja. Die Reichweite ist überschaubar. Und er schnappt dann sich in diesem Topf. Die 500 Punkte, aber die 500 Punkte zählen nicht mehr so wirklich, weil die 500 Punkte gegessen wurden. Und dieses Bild ist einfach köstlich wieder mal. Wie, natürlich, wer von den Charakteren, die wir bisher etabliert haben, könnte für den Zerfall dieser 500 Punkte verantwortlich sein? Es ist natürlich wieder mal Astraea, genau. Die mal wieder wahrscheinlich Hungerleiden hat und mal wieder irgendwie um die Runden kommen muss. Und das war für die natürlich perfekt. Hat gleich mal Tomos 500 Punkte gefressen. Aber es hängt auch ein Schild mit 500 Punkten an ihrer Antenne, ihrem Ohrenflügel da so ein bisschen.
Genau. Vielleicht hat sie ja auch eine als Zutat reingeschmissen. Auch das ist möglich. Ich glaube, sie macht alles für Essen. Ja, ja, genau. Oh, nee, aber guck mal, stimmt, genau, und so war das ja. Ohne, wenn er es nicht essen kann, die Zutat, dann zählt es auch nicht. Mhm. Und er hat es sogar versucht, aber, aber es hat nicht geklappt. Er beißt ihr da so in den Kopf rein. Die kriege ich nicht runter. Also gibt es keine Punkte. Ja. Sie ist halt immer so in ihrer Chibi-Form. Das ist halt wieder so. Sie sieht so dumm aus. Boah, ist aber gut. Nymph sieht da die 1000 Punkte und versucht es rauszufischen und sieht dann aus irgendeinem weirden Grund den verstorbenen Opa von Tomo. In einem Mini-Format. Das ist sehr weird. Es ist wieder. Ich bin, wie gesagt, ich bin noch heute gespannt, ob das alles irgendwie in dieser Matrix-Geschichte endet, weil dieser fucking Opa hat jetzt wieder wirklich, wie ist der da? Ja, warum? So, weißt du, wie kann der überhaupt auftauchen? Der ist doch tot. Woher kommt der? Auf jeden Fall würde er gerne gegessen werden, scheinbar. Aber Nymph hat da keinen Bock drauf, ist auch ein bisschen pisst, weil sie dafür natürlich keine 1000 Punkte kriegt. Tomo versucht es weiter und kriegt dieses wunderbar fröhlich zubereitete Spiegelei des Todes von Mitski. Im letzten Band war das, glaube ich, oder im vorletzten Band hatten wir den Part ja schon mit dem Restaurant und dem Todesspiegelei. Genau das liegt jetzt auch wieder drin. Und er ist nicht, aber er gibt es seinem 500-Punkte-Preis, gibt es zu essen. Das ist so gemein. Da hat er gleich noch einen Gegner mit ausgeschaltet. Oh, so gut. Genau, deine Teilnehmerin Astrea ist offiziell tot, deswegen kannst du nicht mehr mitmachen. Ich mag das, wie du es auch so salopp gesagt hast. Ja, es ist einfach so, sie ist tot. Gut. Tomo versucht es weiterhin, Sugata ist auch. Und die Zeit läuft langsam davon. Ikaros sucht immer noch ihre heißgeliebte Wassermelone. Zeit wird langsam knapp. Die Punkte dichten sich. Man weiß immer noch nicht momentan, wer gewinnt. Und dann kommt eine ultra krasse Punktzahl. Was steht da nochmal drauf? 100.000 oder was? Oder? Was soll das bedeuten? Steht da irgendwo eine Übersetzung bei? 1 Million. Eine Million. Oi, oi, oi. Also ist Punkte. 1 Million wert. Und das ist natürlich heftig. Also ist ein Joker da drin, mit dem du das Game einfach gewinnen kannst. Genau. Und natürlich will Thomas versuchen. Und es ist natürlich, wer hätte es nicht anders gedacht, ein rundes Objekt, das einer Wassermelone ziemlich ähnlich aussieht. Und das Fiese ist, man könnte es essen. Genau, und das Fiese ist, man könnte es essen. Und jetzt geht's um die Wurst. Ikaros merkt es natürlich, da ist ihre heißgeliebte Wassermelone. Sie will nicht, dass es gegessen wird. Logischerweise, weil das ist ja gefühlt ihr Baby. Jetzt ist nur das Problem, dass es der Meister ist und sie darf den Meister eigentlich nicht angreifen. Aber sie will die Wassermelone retten. Aber sie darf den Meister nicht angreifen. Ja. Also, der Zwiespalt ist groß und ja, sie entscheidet sich scheinbar doch aus wahrscheinlich Comedy-Gründen ihren Meister anzugreifen, weil ich denke, außerhalb hätte sie es sonst wahrscheinlich eher nicht gemacht. Oder aber, uns wird hier wieder suggeriert, dass Ikaros lernt, selbstständig zu handeln und zu entscheiden. Könnte jetzt auch wieder was deeper sein, als es, ne? Weil es gab davor nicht mal aus Spaß irgendeinen Moment, wo sie ihren Meister angegriffen hat. Es ist schon wieder, vielleicht bin ich da schon wieder was auf der Spur, vielleicht ist Suminasuki ein Mastermind in Wahrheit. Wer weiß. Auf jeden Fall schmeißt er es dann zu Astrea rüber, die ja scheinbar tot ist, aber dann scheinbar doch nicht. Erst jetzt aber spätestens ist, weil sie nämlich mit voller Ultra, wie heißt es nochmal? Ultra Queen? Nee, Uranus Queen.
kompletter Montur, Waffenmontur zerballert wird. Sie lebt aber noch, weil sie ist ja immerhin auch ein Angeloid und sie schmeißt es in die Menschenmenge und daraufhin haben wir wieder die Apokalypse wie aus dem zweiten Band oder sowas mit dem Sommerfest, wo sie da mit der MG durch die Gegend gerast ist. Ja. Es ist im Grunde wieder das gleiche Bild, so herrlich überdramatisierend dargestellt, wie sie mit ihrer Homing-Missiles die ganzen Menschen irgendwie massakriert, die einfach nur dieses dumme Scheiß-Event beäugt haben und mehr nicht. Es sind einfach nur irgendwelche wilden, fremden Zuschauer und die werden natürlich komplett malträtiert. Die Männer kriegen es übel ab, bei den Frauen ist ein bisschen gnädig, da verschwinden nur die BHs. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht hat sie sich aktiv dafür entschieden. Wer weiß, ja. Ein bisschen von Tomoki färbt schon langsam auf sie ab. Genau, das ist auch möglich. Imprinting. Und am Ende landet es natürlich wieder bei Tomoki. Und ja. Dann sagt Tomo, das ist keine Melone, das ist ein Beachball. Und er versucht damit ein bisschen rumzuspielen und entscheidet sich für das Dümmste. Mhm. Also es gibt ja viele Techniken, die man beim Volleyball machen kann. Ja. Oder beim Beachball spielen. Wenn du eine Wassermelone in der Hand hast und du willst, dass sie nicht kaputt geht, solltest du eventuell keinen Aufschlag mitnehmen. Nee. Er wollte sie irgendwie unbedingt beweisen, dass es ein Beachball ist und er zerteilt mit dem Aufschlag natürlich diese Wassermelone. Ja. Und ich weiß nicht, woher Ikarus diese Bazooka da hat, aber sie hat auf jeden Fall eine. Ja, ihre Hyper-Hochtemperatur-Kompressionsgeschütz-Hepatitos-Kanone. Ja. Was, Hepatitis? Hepatitis, ja. Ja. Genau, es ist Tomoki kriegt Angst und nimmt den oberen Teil von der einen Melone auf den Kopf und sagt, das ist doch ein hübscher Hut, oder? Und wird daraufhin komplett aus der Erdlaufumbahn katapultiert. Ja. Und ja. Achso, ja, und genau. Oh Gott. Die Milf ist wieder da. Die Milf vom letzten Mal, die sich so irgendwie weirderweise in den sehr männlichen, nackten Tomoki verliebt hat, aus, keine Ahnung, aus einfach so. Die hat, die guckt gerade mit ihrer Tochter, mit ihrer kleinen Tochter irgendwie in die Sterne mit einem Teleskop. Oder? Nee. Heißt das Teleskop? Das ist ein Teleskop, ja. Ja, Teleskop. Kaleidoskop war das mit diesen Farben. Ja, ja, genau. Okay, ich komme da immer durcheinander. und dann fragt sie so, oh, Schatz, kannst du den Mond sehen? Und dann sagt das Mädchen, ich sehe ihn, Mama, das ist ein Hase. Und sie, ein Hase? Und Mama will natürlich selber gucken, was ihre Tochter da für wilde Fantasien hat. Und da sieht sie aus irgendeinem Grund den nackten Tomoki, wie er diesen japanischen Hasen, Mondhasen-Mythos da imitiert. Ja, das liegt ja daran, dass wenn du in der südlichen Hemisphäre bist, ja, dass du einen Hasen siehst. Sie, ne? Ist der Mond ja quasi andersrum. Ist ein bisschen seltsam, aber der sieht von da aus betrachtet, sieht er andersrum aus und da. Wir sehen halt den Mann im Mond quasi und die sehen einen Hasen, der Mochi schlägt mit ganz viel Fantasie. Und sie sieht ihn und meint wieder, oh, dieser Mann. Das ist auch wieder so komplett willkürlich, ja. So what the fuck. Aber ja, er ist jetzt scheinbar für diesen Part auf dem Mond. Ich weiß ja auch nur einen Fleck auf der Linse. Deswegen ist da auch unten so ein ganz kleiner Kreis zensiert. Aber ich weiß nicht, warum Minaski da diese Milf da reinpackt. Das ist so. Mhm. Das ist so. Der Humor ist so geil, ja. Ey. Das ist so. Du weißt nie, was als nächstes kommt. Diese Milf war bis vor ein paar Bänden einfach nicht existent. Ja. Und jetzt ist sie Teil eines Running Gags. Ja, genau. Und es macht nicht mal Sinn. Es gibt keinen Kontext. Das ist wirklich einfach nur stumpf, dummer Humor. Ja. Der kann ich auch wirklich. Also momentan kann ich da nur nichts reininterpretieren. Ja, ja, das ist einfach nur. Aber darauf musst du halt erstmal kommen, ne? Das ist so genial.
Also beim ersten Mal, wo ich es gelesen habe, habe ich wirklich Tränen gelacht. Das war, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. So, und jetzt haben wir den ganzen Quatsch da hinter uns Das und erinnert mich hier an muss ich wieder einblenden, bei die nackte Kanone, da gab es ja immer die Einführung, die Credits kamen da immer am Anfang, ne? Und dann stehen da halt immer so dämliche Sachen auch teilweise mit drin, nicht nur die Leute, die da mitgewirkt haben. Und dann ist halt einer, The Autor's Barely Disguised Fetish. Ja. Vielleicht hat er sich deswegen eingefügt, weil er in dem Moment halt einfach so ein MILF-Ding bekommen hat. Ja, würde ich nicht mal, nicht mal, wobei er hat die ja schon Ja, immer, glaube ich, stimmt, gehabt, stimmt das eigentlich, ja. Milf-Ding so ein bisschen, ja. Auf jeden Fall, das Schöne an Angel Lloyd ist, oder an Toshi Murner ist halt, wie ich finde, immer wieder, du hast zwar ein total banales What the fuck Kapitel, aber am Ende denkt der Autor sich immer noch, ach so, ja, ich Stimmt, habe da ja auch war ja noch noch Plot. Ich habe ja Plot. noch Plot. Ich muss jetzt noch ein bisschen was bringen, dass die Leute motiviert sind, das nächste Kapitel auch anzufangen, was super smart ist, weißt du? Selbst wenn du Leute vielleicht ein bisschen langweilst mit diesem Comedy-Kapitel so, du kriegst sie trotzdem wieder wegen der Story rein, weil du am Ende noch so einen Cliffhanger reinbaust, so, weißt du, wo die dann sagen, Gott, damit, jetzt muss ich doch auf die, jetzt will ich doch wissen, wie es weitergeht, so. Das finde ich super smart. Auf jeden Fall, während der ganze Kladderadatsch da passiert, beziehungsweise wahrscheinlich am nächsten Tag oder sowas, sieht man wieder, wie Sugata wieder auf Reisen geht. Er ist wieder im, Im wie hieß es Tauchspiel. nochmal? Und das ist jetzt Synapse. Ach, Synapse war Ja. es, genau. Genau, er ist wieder in Synapse, wieder in diesem schönen Haus, Ja, Baumhaus, dieses Dörfchen Dörflein, ne, da. was ja so ein bisschen teilweise so Fantasy-mäßig angehaucht ist. Genau. Ja. Und er läuft da wieder auf der Straße entlang und sieht wieder diese ganzen Angeloids, die so mehr, also fast schon wirklich mehr so Hausroboter sind. Die haben wir ja auch schon kennengelernt, aber die haben nicht wirklich, also die reagieren nicht wirklich oder sowas, sondern die sind einfach nur Putzkraft im Grunde, ne? Also die sind Dienstleister. Und zwar, das ist deren Lebenssinn und Existenz quasi. Und die putzen da fröhlich, die sehen auch gefühlt alle gleich aus. Ich denke einfach, das ist auch ein bisschen beabsichtigt, denke ich einfach. Das ist so eine Massenproduktion. Ich glaube auch, ja. Und ja, wie gesagt, er wundert sich halt so ein bisschen, dass es hier so ein One-Art ist, aber es gibt hier niemanden, der hier lebt. Das ist ein bisschen seltsam. Und vielleicht, und er vermutet halt, dass die ganzen Leute, die hier mal gelebt haben, eventuell jetzt in dieser Kuppel irgendwie schlafen, in dieser komischen Matrix-Kuppel da, wo sie scheinbar auf die Erde als eine andere Ja, Person oder die träumen kommen quasi. können, oder die träumen das irgendwie. So ganz offensichtlich ist es jetzt auch noch nicht, was da jetzt eigentlich genau passiert. Aber auf jeden Fall sieht er es so ein bisschen als sinnlos an, dass diese emotionslosen Putzroboter da täglich putzen für Leute, die gar nicht anwesend sind, so, ne? Völlige Zeitverschwendung. Und während er sich das Ganze so fragt, wird er natürlich wieder von den Harpyien gejagt. Und ja, aber er hat es natürlich wieder absolut perfekt getimed und guckt sie einfach nur an und sagt, ich komme wieder bis dann. Oder Ja, das die war sind schon halt. und verschwindet dann wieder. Halt's Maul, bleib bloß weg. Ich mag das, wie sie mittlerweile von den schnappen wir zu verschwind und komm nie Ja, wieder. genau. Lass uns Du endlich in Ruhe. nervst. Du nervst. Vor allem, man muss ja auch aus deren Sicht sehen, ne? Ja. Das ist ja deren Aufgabe von ihrem Meister da. Den irgendwie zu fangen, wenn der auftaucht. Aber der macht es ja jedes Mal so geschickt, der Sugata, dass er jedes Mal verschwindet. Und jedes Mal, wenn die kommen, oder wenn die gerade merken, dass er da ist, und sie kommen, geht er. Das muss als Arbeitsaufwand, muss Ja. das ultra frustrierend sein. So richtig so. Und er ist da, oh, schon wieder weg. Das wie, wenn Fuck, du was? auf, Jetzt wenn, gehen wie, wir wenn du wieder auf an, deiner tschüss. Arbeit bist und da kommt dann immer einer reingeschlichen und löscht alles, was du gemacht hast. Ja, genau. Und du kriegst noch Anschiss dafür, Ja. weil du so sagen, ja, warum hast du das löschen lassen, ne? Oh, herrlich. Und ja, er ist dann halt, also er geht dann halt zurück in seine Welt und hat ein Problem an der Backe. Weil
da ist jemand bei ihm. Ja, ja. Und zwar einer dieser, ja, seelenlosen Putzdruiden. Roomba. Roomba? Ja, das sind doch diese kleinen Staubsaugerroboter. Ah, Gott, ja. Dirt Devil. Genau. Passt auch ganz gut, wenn man das nächste Kapitel dann betrachtet. Der Dirt Devil. Aber ja, er ist ein bisschen irritiert und beziehungsweise er ist so dieses typische so, ups. Oh. Also, oh. Damit habe ich jetzt, vor allem, er ist ja sowieso so ein berechnender Typ und damit hat er jetzt null gerechnet. Aber der sieht da jetzt gar kein Problem, weil im nächsten Kapitel 52 namens Sprache, lieber Flo. Da geht's ja weiter. Und die Council hat sich zusammengetragen, sie sitzen bei Tomoki zu Hause am Tisch. Ikaros, die neue Angeloidin und Sugata natürlich, ja, und gucken ihn an, weil die wissen ganz, er weiß ganz genau, worum es geht. Mhm. Nämlich noch ein unidentifiziertes Lebewesen. Nur eins. Ja. Ja, und dann erklären sie ihnen das so ein bisschen, wie das sich zusammengetragen hat, dass sie einfach halt mitgekommen ist und so. Ja, und Ikaros erklärt dann noch so ein bisschen, dass sie halt anders ist als die anderen, weil sie hat, sie ist der Medizin-Angeloid Oregano. Ja, wie das Gewürz. Und Oregano hat keine. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Weißt du, das ist ein Medizin-Angeloid und du würdest jetzt irgendwas Medizinfachtechnisches erwarten und dann heißt die Wieden. Wie ein Gewürz. Ja. Doch. What the fuck? Das ist, keine Ahnung, der Medizin-Angeloide Ratiofarm. Gute Preise, gute Besserung, danke. Ja. Nee, ja, und Oregano hat nur eine sehr schwache Gefühlskontrolle und keine Sprachfähigkeiten installiert, weil man braucht das auch schon. Ne? Ja, und ja, und eigentlich, die wundern sich so ein bisschen, weil eigentlich können Angeloiden ja gar nicht mitmachen da bei diesem Tauchspiel, aber irgendwie ist das halt passiert, ne? Ja, und jetzt muss sich ja irgendjemand um sie kümmern und Tomoki hat da ja halt schon Erfahrung mit, da wird das auch nicht weiter auffallen, wenn da noch ein Angeloid rumgeistert und hat er natürlich null Bock drauf, weil er hat schon mit denen, die er hat, schon sehr viel zu tun. Ja. Und er lässt halt nicht locker und er macht da halt wirklich nicht mit. Und erklärt sich halt die Schülersprecherin bereit, dass sie mitnimmt. Ja, die Präsidentin wird sich um Oregano-chan kümmern. Ja, das war mal nett. Also nimmt sie mit und dann geht das alles so ihren Weg. Ja, Tomoki hat so ein bisschen Gewissensbisse. Er macht sich Sorgen, weil wir wissen ja, dass die Schülersprecherin eine sehr sadistische Ader hat und gerne und sehr kriegsverliebt gerne ist. Dinge quält. Ja, und Kriege anzettelt und so weiter. Also er hat wirklich Gewissensbisse, macht sich da Sorgen, dass die da jetzt gerade gefoltert wird und so weiter. Und er macht dann auch noch Nymph mit quasi Sorgen. Ja, erst macht sie so einen auf, ach komm, da wird doch noch nichts sein. Und er erzählt als weiter, was sie ja für so eine Type ist. Ja, genau. Und auf einmal siehst du es im Gesicht von Nymph, wie sie sich auch immer mehr besorgt. Und sich so vorstellt, was sie so gerade macht. So zum Beispiel mit so einem riesigen Bohrer sie gefesselt hat. Und ja, mal gucken, welche Farbe Blut von Angeloiden hat und so. Ja. Und dann rennen sie da halt ganz schnell hin und wollen gucken, wie es Oregano geht. Ne? Sie verbrechen da quasi schon ein da in das Anwesen und dann steht sie da mit einem Kimono oder Yukata eher, das ist so diese Sommerkimono da. Ich war gerade auch am Überlegen, aber ich glaube so laut der Zeit, also wenn das vorhin noch sommermäßig war, könnte halt auch noch Sommer sein. Ja, ne? Sei denn, wir haben jetzt irgendwie einen Timejump von. Ja, ich denke mal, das ist ein Yukata. Das sollte noch ein Yukata sein. Irgendwie an dem Schnitt, glaube ich, auch so, ja. Ein bisschen schmaler alles. Ja, das ist, da steht sie da. Er sagt noch herzlich willkommen, Tomokis Hammer, Nymphs Hammer, ja, ganz, ganz vornehm. Und kann reden. Sie wundern sich, erstens sieht sie so ein bisschen anders im
sie hat immer noch diesen gefühlslosen Ausdruck, aber irgendwie ist da was anders. Und dann wundern sie sich, dass ich auch reden kann, ne? Und dann, ja. Und das denke ich ist auch, das wird nochmal plotrelevant, weil. Oh ja, das ist mich, jetzt für mich. Weil sie mich so sehr bedauerte, dass ich mich nicht ausdrücken konnte, hat Madame Mikako mir Sprachfähigkeit verliehen. Wie macht man das so einfach, wenn du so ein alienhaftes Roboter-Ding hast, von dem du dich eigentlich null auskennst, wie die Technik funktioniert? Ja. Da kann ich doch jetzt nicht einfach so, ja, ich installiere das jetzt einfach. Chip.de. Jo. Also meine Theorie ist ja. Also weißt du, also ich kann sie ja nochmal nennen, ist schon eine Weile her. Meine Theorie ist ja, dass Mikako quasi so eine Art Regulator ist. Ja, ja, also genau, Agent Smith in der Richtung, ja, das ist so. Genau, dass sie das immer irgendwie wieder versucht, glatt zu bügeln oder bestimmte Ereignisse durch ihre absurden Aktionen irgendwie nicht passieren lässt. Ja, also so eine Art Antivirus oder schon. So. Ja, genau. Yeah, genau. Und dazu kommt noch diese Lore, die wir ganz am Anfang mitbekommen haben, mit dieser Yakuza-Familie und dieser Hintergrundgeschichte und dieser Herkunft von dieser Quelle und dem Engel. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen auf, also diese Yakuza durch diese. Also, das festigt nochmal die Idee, passieren. dass sie da wirklich in dieser Welt mehr Macht hat, als man jetzt denken würde. Sie hat ja schon so sehr viel Macht mit dem ganzen Geld und Yakuza und so, aber. Dass es da noch etwas gibt, was da wirklich tatsächlich im Hintergrund läuft. Ja, ja, das ist mir, ehrlich gesagt, gerade eben, wo ich es gelesen habe und du dann quasi da drauf anwarst, das nochmal zu erklären, ist es mir erst aufgefallen. Ja, ja, ich habe das gar nicht, weil ich habe das gar nicht so hinterfragt, weil ich dachte so, ja gut, die ist halt reich, die macht das ja, aber ja, stimmt, das ist vor allem ist es ja, Alien-Technik. Ich hatte erst gedacht, so einfach beibringen, wie man spricht, ne? So wie wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie so einen verwilderten Menschen aus dem Dschungel hast, den kannst du ja auch irgendwann mal beibringen, wie man spricht oder so, aber das ist dann, sie hat ja wirklich verliehen gesagt, das ist ja. Vielleicht einfach so angeschnitzt. Selbst wenn es eine leicht andere Übersetzung, also vielleicht die Übersetzung nicht so ganz korrekt wäre, würde es ja trotzdem insofern also keinen Sinn ergeben, weil es von Anfang an etabliert wird, dass diese Roboter nicht programmiert sind zu reden. Also haben diese Fähigkeit eigentlich gar nicht. Ja, gar nicht installiert, ja, genau. Ne? Also muss irgendjemand da quasi irgendwas einprogrammieren oder einen Chip hinzufügen oder irgendwas, dass diese Funktion wie bei einem Computer halt auch. Ja, genau. Ne? Also quasi, keine Ahnung, du startest einen Computer, der hat aber keinen Soundchip. So. Mhm. Ein anderer macht einen Soundchip rein, damit du was hörst, so nach dem Motto. Ja, genau. Ne? Irgendwie so. Das ist schon interessant. Also das finde ich auch immer schön, wenn man sagen kann, selbst mit einem leicht anderer Übersetzung, also wo man vielleicht was falsch verstehen kann, würde es trotzdem noch keinen Sinn ergeben, dass Mikako das so einfach machen kann. Mhm. Ist auf jeden Fall spannend. Ja, dann lass mal. Ja, ich mach mal weiter. Genau, machen wir weiter. Auf jeden Fall, ja. Dann lassen Sie sich da so ein bisschen noch reinführen. Sie macht gerade, ist das ein Tee oder ein Süppchen? Irgendwie sowas macht sie gerade fertig. Reicht Tomoki eine Schüssel, so schön glitzernd, alles wunderschön, sieht lecker aus. Er muss dann nochmal ganz kurz den Raum verlassen, weil er auf Toilette muss. Und Nymph kriegt dann auch so eine Schüssel und das ist halt mit einem Wischlappen drin und blubbert und sieht eklig aus. Ja, man merkt, Nymph denkt sich jetzt nicht so viel dabei. Das kann ja mal passieren. Und dann sagt Oregano, hey, seid still und iss, Winzling, Chibi. Ja. Ja, also richtig, richtig so... so trotzig, plumpig, frech. Ja, Nymph ist dann irgendwie erstmal geschockt, weil die können das... War ja. Unerwartet. Ja, und dann, ach so, ja, Mikako-Frau, die hier hat sich bestimmt so modifiziert, dass du einfach unverschämt bist. Und ja, und dann... Winzling, scheiß Winzling! In ihrer Ausdrucksweise da mit diesem Dreieckmund. Ja, super. Ja, und Nymph pisst das immer mehr an und dann er packte sie halt am Kragen und was machst du da? Ne? Wird sauer. Und genau das sieht Tomoki denn und er weiß ja nicht, was passiert ist. Also er sieht jetzt nur, wie Nymph da dieses liebe Mädchen da quält.
Also es ist der Klassiker, oder? Ja. Also es ist so diese, das ist das Missverständnis, du, genau. Ist so, in so vielen Hollywood-Filmen hast du das. Das ist einfach, ja. Ja, okay, jetzt kriegt Nymph erstmal Ärger natürlich, ja, gut, du bist so fies, ja. Ja, gut, und dann rennt Tomoki erstmal wutentbrannt wieder raus da, ja, gut, sind die wieder allein. Und schon geht das wieder weiter. Jetzt kriegt sie noch mehr fiese Sachen an den Kopf geworfen, wie nichts nutzt Zwergen und so weiter. Obwohl das immer noch so beleidigungsmäßig immer noch sehr harmlos ist. Gelumpe. 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 Für einen Kampf Angeloiden bist du ja ganz schön dumm. Da kommt noch Quacksalber. Nein, ja. Für einen, für einen Kampf Angeloiden bist du ganz schön dumm. Du Biest, ja. Auf jeden Fall, gut, dann rastet Nymph schon wieder aus, ist ja klar, bei solchen fiesen Sachen da. Ja, und genau, das sieht Tomoki wieder und dann, ja, denkst du, ja, nicht böse werden, das ist eine Falle. Okay, ja. Achso, nee, das denkt Nymph sich, ja. Sie will mich als böse hinstellen, damit sie selbst vor Tomoki als Gute dasteht, ja. Sie hat das so ein bisschen kapiert. Also wenn sie jetzt, will sie sich nicht mehr an sich ranlassen, ne? Sie sagt jetzt, ich stehe da drüber. Und dann gibt es eine große Doppelseite, die sehr, sehr dramatisch. Sie sagt halt quasi, egal was du jetzt sagst. Ja, genau. Egal was du sagst, ich reg mich nicht mehr auf. Ja, genau. Ich bin die Erwachsene, die Vernünftige ich unter da drüber, uns. So. Und dann, ja, genau, egal was du jetzt sagst. Und das ist natürlich so, das ist das wie beim, das nennt man das nennt man so ein Aufschlaggewehren. Das ist so wie beim Tennisspiel, wenn man ja, so einen Ball eine Steilvorlage so liefert. Ja, ne. Also da kann sie einfach nur antworten. Du bist flachbrüstig. Das in einer Dramatik. Ja. Das ist jetzt so ein typisches Doppelpanel in dem Manga normalerweise, wenn irgendwas unfassbar Heftiges passiert. Irgendein Satz wie zum Beispiel, deine Mutter ist gestorben oder sowas. Ja, also irgendwie sowas in der irgendwie so total dramatisiert, richtig dicke Buchstaben und so. Das ist richtiger Impact so. Ja. Und stattdessen steht einfach nur drin, im Grunde, du hast das kein Busen. Das ist einfach so. Ja. Und dann geht man nur bei Nymph. Das wirkt denn doch irgendwie. Es wirkt bis in die Brust quasi. Ja. Es wirkt bis in die Brust. Ja, es ist wirklich so gezeichnet, als würde es langsam vom Kopf so runtergehen. Es zoomt rein. Ja, man sieht noch ein paar Engelsflügel. Oh, der Humor, ey. What dann geht dieses Quietsch los. Das ist ja bei den Angeloiden immer, wenn die ihre Waffensysteme aktivieren. Ja. Und dann geht's los, ne? Ja, jetzt rastet sie richtig aus. Jetzt aktiviert sich das komplette Verteidigungssystem. Ja, irgendwelche Nummern und was weiß ich schweben um sie rum, ja. Dann fragt sie ihn doch, Tomoki, wer hat die größeren Brüste? Sie oder ich? Wer hat die größeren? Und dann, der Tomoki, bist halt ehrlich, ne? Naja, ne, das ist doch sie eindeutig, ne? Was ist los mit dir? Keiner hat kleinere Brüste als du. Bist du von Sinn? Hast du was Komisches gegessen? Wir gehen jetzt sofort ins Krankenhaus, ne? Wie kannst du das vergessen haben? So geil. Geht's dir gut? Ja, genau. Das ist dir doch eigentlich klar. Ja. Also das kann doch irgendwas nicht stimmen mit dir. Das ist so geil, Tomoki ist so ein Idiot. Ja, genau. So gut. Ja. Okay, jetzt. Aber er macht das Geile ist ja, was ich immer so geil finde, ist, dass eigentlich du kannst ihm nur bedingt böse sein, weil er ist einfach ziemlich dumm. Genau. Er nimmt das jetzt gerade sehr ernst. Er denkt sich so: Scheiße, er hat hier jetzt irgendwie wirklich keine Ahnung, Amnesie oder sowas? Amnesie. Ja, ja, geil. Okay, sie kickt halt richtig aus, ist jetzt voll auf Zerstörung aus. Aktiviert alles, was sie hat, und dann zupft Oregano nur so an so einem Band und auf einmal fällt sie durch eine Falltür im Boden. Also Lymph fällt durch den Boden, ne? Das ist halt so typischer Slapstick. Ja, genau. Ich glaube auch, das ist, ähm, ich,
Ich habe das irgendwo mal mitbekommen. Ich weiß nicht mehr wo. YouTube halt, ne? Mhm. Ich habe viele so Shows gesehen, die ich teilweise nicht verstanden habe, weil Japanisch und so. Mhm. Aber ich meine zumindest dieses, also kennst du immer, also das Prinzip von japanischen Comedy ist immer ein Smarter und ein Dummer. Ja, ja, genau. Das sind meistens so Duos, die quasi miteinander reden und agieren und einer ist smart und einer ist dumm. Also nicht im Westlichen, dass so zwei Dumme sind. Genau, sondern es ist immer einer smart und einer dumm. Mhm. Das ist so das Lustigste, was es so im, ich sag mal, klassischen Comedy Japan. Also einer sagt irgendwas Dummes und der andere weist ihn dann darauf hin, wie dumm das eigentlich war. Und es wird immer dümmer und der Smarte, der hat dann halt immer mehr Probleme, dem das klar zu machen. Genau, und scheinbar ist es irgendwie so, dass einer von diesen Duos, von diesen zig Duos, ein bekanntes Duo in Japan eben, die müssten jetzt auch schon mittlerweile irgendwie 70 oder so sein, also die sind 80 oder so, die sind halt wirklich alt, die haben das scheinbar irgendwie nicht erfunden, aber die haben das halt irgendwie so als Gag geprägt, dass der eine dann irgendwann keinen Bock mehr auf den anderen hat, weil also dass er irgendwie wahnsinnig wird oder was auch immer, und dann zieht er an einem Seil und der Boden geht auf und die fallen wirklich durch, und die haben das, glaube ich, scheinbar wirklich damals so gemacht, dass da wirklich so eine Luke aufgeht und der Typ dann runterfällt in die Bühne quasi so, also aktiv quasi gebaut für diesen Gag, und das kommt öfter mal vor. Mhm. Also es kommt auch in so Comedy-Anime vor, wenn irgendjemand einen dummen Gag macht oder sowas. Mhm. Dann zieht jemand an einem Seil und jemand fällt irgendwie in den Abgrund rein. Das ist, nur um das mal so erklären, ich liebe das einfach, weil wie stumpf das einfach ist und diese komplette Ernsthaftigkeit in dieser Szene, weil sie ja voll durchdreht, einfach mit einem Gag quasi beendet wird. Ja. Gag, und schon ist die ganze Spannung raus. Ich finde es so gut. Ja, das ist wie wenn keine Ahnung, irgendwas baut sich so mega auf und Darth Vader hat sein Laserschwert rausgezogen und Luke Skywalker macht dasselbe und dann macht Darth Vader nur so zupp und dann fällt er durch den Staubsauger. Ne? Ja. Und da war es war auch, irgendein Manga war das auch, ist das Dragon Ball oder sowas? Da gibt es auch so irgendwie so eine voll ernste Szene oder sowas. Und dann furzt einer irgendwo in der Ecke. Bei Nichijou, da gibt es so eine Side-Story, so Fantasy-Side-Story. Und da ist dann halt so ein riese, mieser, ganz fieser Typ, der wird wie Hitler dargestellt. Ne? Oh, der will das Reich vernichten und sowas, weiß ich. Und dann kommt dann hat er die Prinzessin gefangen genommen und kommt er da so an. Also mein Plan hat funktioniert. Und dann stolpert über seinen eigenen Fuß und stirbt. Das ist so dumm. Ja, genau so. Ups. Nun. Oh, sehr gut. Ich lieb das. Das ist genau mein Humor. Das ist, ich mag es vor allem auch, wie ich mag diese Abwechslung im Humor. Das ist mir gerade bei diesem Band enorm aufgefallen, dass er, also dass Minaski nicht halt nur eine Art von Humor hat, sondern der scheinbar sehr offen für Humor ist. Mhm. Wahrscheinlich ist er auch im Privaten jemand, der sich gerne so Comedy-Duos oder sonstiges anguckt. Und der nimmt aus allem Möglichen, also der hat diesen komplett absurden Humor, der hat diesen absolut perversen Humor, aber der hat auch diesen sehr stumpfen, fast schon, also, ja, dilettantischen Humor irgendwie drin. Ich liebe das irgendwie, weil der kriegt es auch immer hin, dass er immer zur richtigen Zeit mal was anderes benutzt an Humor. Mhm. Es fühlt sich irgendwie nie so an, als würde, also obwohl sich einiges wiederholt in diesen Bänden, muss man doch schon sagen, fühlt sich das trotzdem abwechslungsreich an, weil das nicht permanent hintereinander. Weil er auch andere Humorarten mit reinbaut, Weil jetzt haben wir hier Slapstick und Ja, gut. Genau, Slapstick war das Wort, was ich gesucht habe. Genau, das ist nämlich diese Art von Humor. Und ich bin ein totaler Sucker für Slapstick. Ja. Ich finde, Slapstick ist mit persönlich für mich eigentlich mein absoluter Lieblingshumor. Neben ganz, ganz billigen Schmuckhumor ist Slapstick, da kann ich mich zu Tode lachen, wenn einer da irgendwie dumm läuft und hinfällt über eine Banane. Mhm. Wenn das richtig geil inszeniert, also wenn er das richtig kann, so ein Rowan Atkinson zum Beispiel. Deswegen sind ja auch hier die Johnny English. Genau. Johnny English ist das Lustigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ja. Also hier, was du vorhin angesprochen hast, Nackte Kanone. Ja, oder Hot Shots. Auch hier, genau, Hot Shots oder hier Scary Movie 1 bis 3, das sind ja auch so
Guilty Pleasures. Ja, ja, genau. Ja. Wobei die nicht ganz so stark empfinde, aber die sind auch gut. Ich liebe sowas einfach. Das musst du aber richtig können. Ja, so, ja, ne? Ja. Weil es gab ja auch so andere Filme wie, keine Ahnung, meine Frau und meine Spartaner. Ja, genau. Oder sowas, ja. Die dann sowas versuchen und einfach du merkst, das ist jetzt kein Mel Brooks oder sowas. Ja, das ist Craft, ne? Mhm. Das ist Craft. Du musst das tatsächlich aktiv können. Du kannst nicht einfach nur Gags aneinander reihen und das ist dann witzig. Das muss schon irgendwie, das ist ja diese Situationscomedy, ne? Das ist ja klar. Du musst halt auch die Situation dafür schaffen. Und das war jetzt halt der Fall hier. Sie fällt halt durch den Boden. Oder wolltest du noch was sagen? Es ist so geil. Ja. Nee, es ist so geil, weil ich liebe es, was ich noch mehr liebe, als wenn so ein dummer, stumpfer Gag gemacht wird, ist, wenn du eine kurze Pause bekommst, indem der anderen hinterher rennt, weil sie wütend ist, weil sie jetzt ein Loch gefallen ist, nur um dann, dass sie andere an einem Baum wieder an der Leine zieht und wieder ins nächste Loch fällt. Weil es im Garten so eine Lücke zu haben, das ist nochmal surreal. Also absolut, ey. Ich liebe es, es ist so gut. Wirklich, das ist so simpel, aber das ist wirklich, diese Seite ist so genial. Also sie fliegt halt wieder im Garten jetzt auch noch in das Loch und dann, ja, das macht mir gar nichts aus, ich kann fliegen, bist du dumm? Und dann geht da so ein Gitter zu, Katschang, und dann, dann fliegt er doch raus und Oregano schmeißt er jetzt Frösche rein, das glipschige, irgendwie niedlich aussehende Frösche. Die haften sich dann halt auch an ihren ganzen Körper, ist ja klar, das macht die Frösche ja. Und lecken überall rum. Und dann schmeißt sie noch Aale hinterher. Und Aale sind ja das Hentai-Tier schlechthin. Ne? Warum auch? Weil die ja in jede Körperöffnung reingehen, ist klar. Sieht man die jetzt natürlich nicht, aber es sieht schon irgendwie so aus. In die Ohren. Ja, genau, in die Ohren vor allem. Ja. Und, vor allem die Ohren. Und in die Zwischenräume von den Füßen. Und dann, ey, lass das, hör auf. Und was kann sie jetzt noch für eklige Tiere da reinschmeißen? Oder schmeißt du einfach einen ganzen Sack Handgranaten rein? Und dann... Das ist einfach geil, weil was für Tiere als nächstes? Ja. Frösche waren ja schon ein bisschen seltsam. Aber das ist auch scheinbar ein japanisches Ding, weil, das habe ich jetzt irgendwie mitbekommen, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber scheinbar, ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich persönlich finde Frösche eigentlich ziemlich cool. Ja. Aber scheinbar mögen viele japanische Mädels keine Frösche. Die finden die voll eklig. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ich finde Frösche voll cool, aber scheinbar ist es ein Ding. Japanische Mädels. Ja, wahrscheinlich, weil die glimpschig sind und aber sonst. Ja. Im Westen sind Frösche wesentlich anerkannter. Ja. Es gibt ganz viele Frösche, die hier ganz viel Deko siehst du immer. Weil wenn du so in eine Gartenabteilung in Deko gehst, überall nur Frösche. Das ist Horror für Japaner. Ja. so einen deutschen Baumarkt. Frosch, das weißt du, reagieren dann so, als wären das riesige Spinnen oder so. Was weißt du? Beruhig dich, das ist nur ein grüner Frosch. Der ist grün. Auch noch grün. Ja, weil das irgendwie für manche irgendwie seltsam ist, das ist für Westliche auch irgendwie seltsam, aber scheinbar ist es ein japanisches Ding. Ja, Frösche sind scheinbar eklig. Das ist ja genauso wie, hatte ich mal mitgekriegt, hier ist das ja so, dass das Klischee ist, dass Kinder kein Brokkoli essen. Und da in Japan, da ist das grüne Paprika. Ja. Auch interessant. Ja. Ne? Naja, gut. Also sie schmeißt einfach ganz viele scharf gemachte Handgranaten rein. Das ist ein großer Unterschied, ja. Und dann geht sie halt ein paar Schritte weg, wartet 5 Sekunden und hält sich die Ohren zu und BAM! Vor allem die Ohren zu halten. Habe ich dir Mund gesagt? Die Ohren zu, natürlich, ja. Nee, ich glaube, du hast Ohren gesagt. Gut, also ich habe es zumindest so verstanden. Ja, sehr gut. Aber es ist halt so absurd, bei so einer, dem Ausmaß an dieser Explosion, ich glaube, auch wenn du 5 Meter weit weg stehst und die Ohren zuhältst, ich glaube, dein Trommelfell sagt trotzdem AD. Ja, gut, kommt drauf an, ne? wie dicht du die zuhältst. Ja? Es geht ja um die Druckwelle, nicht um den Ton selber. Also Ohren zuhalten ist schon mal besser als gar nichts machen, glaube ich. Also das stimmt natürlich. Ja. Aber es ist gut, andererseits könnte man natürlich auch sagen, ich glaube, bevor du überhaupt die Ohren, also
Ich glaube, du kannst nicht lange die Ohren zuhalten, nee, weil du von irgendwas erschlagen wirst. Ja, das sowieso. Oder weggebombt bist oder irgendwelche Splitter dich treffen und so, ja. Aber gut, sie hat die ja in ein Loch geworfen, also zentriert sich das ja alles nach oben, ne? Das stimmt. Auf jeden Fall. Ist da nur noch ein riesiger Haufen dampfender Schrott über von diesem Ding. Und dann holt sie sich so einen kleinen Hammer raus, haut sich damit ein paar Mal auf den Kopf, bis sie eine dicke Beule hat. Und in dem Moment kommt Tomoki wieder. Und dann, ja, wo ist Nymph denn? Und sie sitzt da mit ihrer Beule und dann, oh, sie hat mich geschlagen und ist einfach nach Hause gegangen. Das ist so fies. Das ist so eine gemeine Bitch. Ja. Das ist ja, genau. Und dann, sie ist die Amber Heard der Manga-Welt. Oh, jetzt ist aber, jetzt aber hier, also. Musste jetzt sein. Aber, nee, gut. Noch hat sie keine Gags mit Fäkal gemacht. Nee, stimmt, ne? Auch also, wieder, ja, genau. Oder auch noch. Nee, das sag ich jetzt nicht, das ist eklig. Nee, so, nee. Gut, okay. Ja, so, ja, und dann Tomoki natürlich, ach, die ist ja wirklich die letzte, ne, böse Mädchen, ja, und dann kümmert er sich da um Oregano, ja. Und die sagte, mach dir keine Mühe, ich hatte sie sicher nicht freundlich genug behandelt, ja. Jetzt ist damit Nymph dann halt als die Böse dahingestellt wird, ne? Bitte nimm dir das nicht so zu Herzen. So, jetzt macht sie wieder einen auf das liebe Mädchen. Ja, das kommt bei Tomoki sehr gut an und er stampft dann wirklich nach Hause. Ja. Liegt dann bei sich zu Hause. Ach so, das ist jetzt ein Zeitsprung, glaube ich, ne? Ja. Ist auch ein neues Kapitel, oder? Kann. Nee, das geht gleich los. Also, er liegt halt zu Hause, macht wieder sein Faulenzer-Ding, pennt so ein bisschen hat Fernseher an. Ikaros guckt sich irgendwas im Fernseher an und tanzt damit rum. Das ist sehr diese niedlich. Kindersendung. Ja, genau, so eine Kindersendung, ja. Mit so einem Mittanzen, ne? Ja. Ich hasse Samstage. ja. Auf jeden Fall. Gut. Lazy Town. Und in dem Moment, ja genau, sowas. Ja. Spartakus. Genau, nee, Spartakus. Und auf jeden Fall, Nymph kommt wieder an und sie ist wieder da, sie hat sich da ausgegraben, ist total ramponiert, voll mit Dreck. Sie kommt da wieder und dann denkt sie nur, das verzeih ich dir nie. Das wird sie büßen. Ja, das ist halt das Kapitelende Sprache. Mir ist aufgefallen, ich habe wieder ein bisschen zu viel ausgeholt, glaube ich. Du, bisher ist es okay. Wir haben pro Kapitel jetzt eine halbe Stunde. Ja, das finde ich vollkommen legitim. Man darf ja, wie gesagt, man will ja ein bisschen was drüber sagen. Ja, wir haben länger nicht mehr, genau. Genau, außerdem schweift man ja auch gerne mal ab. Aber ich finde, es gehört halt einfach dazu. Und einem fällt halt vieles auf. Mhm. Ich finde halt, das ist auch immer ganz spannend, wenn es kann halt sein, dass die Leute das alles schon wissen und kennen. Also auch so, was in Japan so abgeht oder so. Aber wenn man es nicht weiß, finde ich das immer ganz nett, so nice to know. Weil man kann nicht erwarten, dass jeder alles weiß. Ich habe es vor zig Jahren auch nicht gewusst. Manche Sachen habe ich vor ein paar Monaten noch nicht gewusst. Genau. Ne? Man lernt ja immer Neues. Ja. Genau. Und wer sich dafür irgendwie fasziniert oder interessiert, der kann sich das machen. Jetzt muss ich kurz hier mein WhatsApp ausmachen, sonst macht das hier ständig. So. Ist auch so ein aggressiver Ton auf der Web-App, ne? Ja, schon. Ich mag allgemein irgendwie so, eigentlich, also ich habe auf meinem Smartphone komplett alles stumm geschalten, weil mich nerven Geräusche. Ich habe da teilweise nur sehr sanfte Töne. Ja. Wobei ich immer noch dran denken muss, damals, wo wir ja noch alle ICQ hatten, hat Kumpel Simon, da konnte man ja die Sounds mit den eigenen Files quasi austauschen. Und da hat Kumpel Simon sich so überlegt, was könnte der abartigste Sound sein, der mir jetzt schon spontan dafür einfällt. Und dann hat er das Insane Screaming von Shinji genommen, aus Neon Genesis Evangelion, dieser Moment, wo er da im Eva 01 sitzt und die Kamera so rauszoomt und er schreit und es so wahnsinnig wird. Dieses enorme, dieses Seiyu ist ja so insane. Ja. Und genau dieses Schreien, dieses. Das muss man heutzutage hier Black Clover, das
Geschrei von Asta. Nee, nee, das ist ja noch positiv. Also das klingt ja noch freundlich. Ach, war das auch schlimmer, ja. Also ja, das ist ja bei Shinji, der dreht ja komplett hohl, ja, ne? Das ist ja insane, der Schrei ja, einfach. Ja. Und der geht auch noch so lange, weil der sich auch noch so zieht. Das heißt, der ist painful und long. Und der hat und das ist halt nicht so, dass ICQ dann gesagt hat, du hättest theoretisch, egal welche Größe, hättest du da nehmen können, weißt du? Du hättest ja auch gefühlt einen Film als Soundfall oder so, ja? Und dann hätte das durchgezogen, so. Aber dieser Track ging, glaube ich, mindestens 10 bis 15 Sekunden. Ja. Dieser Schrei. Und jedes Mal, wenn jemand angeschrien hat, hat er geschrien wie am Spieß. Und wir fanden das so lustig. Und der Simon hat es dann auch behalten. Und irgendwann, so 2 Tage später, hat einen anderen Sound gehabt und ich habe ihn dann so gefragt, also war halt nach der Schule wieder bei ihm, habe ihn so gefragt, och, hat es dich genervt und so, hat er gemeint, mich nicht, aber meine Mutter hat gemeint, ich soll das auch geil. So eine kleine Anekdote, die mir gerade eingefallen ist. Sehr gut. Ich will zu dem Kapitel aber noch kurz was anmerken, weil ich das auch wieder ganz spannend finde. Und zwar, hier Oregano sagt nämlich zu Nymph, ich würde lieber nur mit Tomoki-sama zusammen essen. Wieso musst du Witzling dabei sein? Und also sie tut ja alles dafür, dass sie in einem positiven Licht steht. Mhm. Also dass sie diese schlechte Benehmen und das Ganze natürlich von der Präsidentin hat und ihr Eigenarten, das ist klar. Genau, ne? Weißt du, was hier noch mal richtig, komisch ist? Sie hat Tomoki nur ganz kurz mal gesehen, als sie da an diesem Tisch saßen, weil eigentlich der sie da rausgeholt hat, ist ja Sugata. Genau. Genau, also was ich super seltsam finde, ist, warum sie so um seine Gunst buhlt. Ja. Deswegen, ich hatte das ja noch mal nachgeschlagen, hatte ich gar noch nicht, aber ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ist so lange her. Es geht ja immer um das Imprinting, das ist ja dieses, was die Angeloiden da auf ihren Meister getrimmt werden quasi. Dass das der Meister für die ist und dass die alles für den tun. Dann habe ich nochmal nachgelesen, Imprinting ist auch ein Begriff in der Vogelwissenschaft. Oder die meisten Tiere, die aus Eiern schlüpfen, die nehmen halt das erste Lebewesen, das große Lebewesen um sie herum, nehmen sie als das Elterntier oder das Muttertier wahr. Das ist ja bekannt, von Vögeln. Und das nennt man Imprinting im Englischen. Tatsächlich. Das ist schon irgendwie... Vielleicht hat das auch noch so einen Zusammenhang, ja. Also wir hatten ja schon, also wie, ne, die Engel haben ja Flügel, die Assoziation mit Ikarus ist mit Flügeln. Wir haben das kleine Vögelchen am Anfang gehabt als eine Symbolik mit dem Vogel im Käfig und so weiter. Ausschließen würde ich es nicht, ne? Ich weiß nur nicht, inwiefern das bei ihr sinnig ist, dass sie ein Imprinting quasi möchte, oder wir wissen auch nicht, ob sie ein Imprinting möchte, aber läuft ja irgendwie gefühlt darauf hinaus, ne? Ja. Oder zumindest der Wunsch scheinbar da zu sein, irgendwas mit Tomoki zu machen. Ich finde es, wie gesagt, das ist halt etwas, wo ich jetzt nichts dazu weiß, kein Hintergrund, noch nicht, aber ich finde es seltsam, dass sie, so wie du sagst, eigentlich müsste sie ja irgendwie eher mit Sugata anwandeln oder sowas. Oder dann von mir aus mit mit Mikako. Mhm. Aber so mit ihm, aus welchem Grund so, ne? Das ist jetzt nicht so, dass... Zumal es ja auch so ist. Die haben sich ja nicht wirklich... Die weiß ja nicht mal, wie er ist. Ja, bei Ikaros war das ja, dass er sie da in diesem Krater gefunden hat. Und sie quasi der Erste ist, den sie so richtig wahrgenommen hat, da auf der Erde. Aber es ist ja auch so komisch, alle Angeloiden stehen automatisch auf ihn. Als wenn er wirklich dieser Faktor in dieser Matrix ist, der das alles verbindet irgendwie. Ja, ne? Also so quasi unfreiwillig Harem ist, aber eben halt nur bei Wesen, die vielleicht nicht vorprogrammiert sind. Ja, genau. Oder quasi Teil dieser Matrix sind. Vielleicht auch ein weiterer Grund, warum vielleicht Mädels ihn auch einfach auf den Tod nicht leiden können. Ja, genau, ja. Ne? Das ist so ein Magnet, so ein Gegenpol. Ja, weil die vielleicht einfach nicht wirklich in der Form existieren, ja, ja.
Weißt du, wie Stimmt, er ja. es ja gerne hätte. Alles, was er bisher an Weiblichkeit irgendwie, also an fremder Weiblichkeit, sage ich mal, begattet hat oder so, ist ja einfach nach einem Kapitel verschwunden. Die Frauen haben ja teilweise gar nicht existiert, dann, so gesehen. Dann ist die Gag-Milf wahrscheinlich auch noch irgendwas Mysteriöses. Das wäre halt super interessant. Oh mein Gott, ja, stimmt. Ah, geil. Ja, mal gucken. Kapitel 53 geht damit los, dass dass Ikaros aus irgendeinem Grund einen halben Menschen auseinandergebrochen hat und zeigt Tomoki das dann. Er ist völlig geschockt, weil es könnte ja legit sein, dass die Uranus Queen aus Versehen, weil sie ja ziemlich stark ist, einen Menschen auseinandergebrochen hat. Tomoki macht sich da natürlich ein bisschen Gedanken, zu Recht, legitim. Aber dann zeigt sie ihm die untere Hälfte einer Schaufensterpuppe, natürlich einer weiblichen, of course. Wobei, ja doch schon, es ist eine weibliche, oder? Ja, klar. Ehrlich gesagt weiß ich... ja gut, naja, also von der Hüftform her ist das eine weibliche, ja. Ja, oder? Ja. Wobei ich mir da echt... Also bei so Schaufensterpuppen. Ja, die sehen ja alle aus wie eine Ken-Puppe, ne? Ja, genau. Aber ich glaube, es gibt auch nochmal Unterschiede zwischen Die männlichen Schaufensterpuppen, die haben dann meist noch so Sixpack oder sowas oder irgendwas in der Richtung am Bauch. Da. Das ist, ja, sieht auch ein bisschen zu edel aus, dieser Bauchnabel. Genau. Ne? Also, genau. So sieht kein männlicher Bauchnabel aus im Normalfall. Da müssen Fusseln drin sein und so. Ja. Mindestens Fusseln und mindestens einen halben Daumen irgendwie Tiefe. Ja, genau. So mindestens, also muss man mindestens einmal in ein schwarzes Loch reingucken können, weil sonst so realistisch. Ja und Tomoki realisiert halt, dass es eine fucking Schaufensterpuppe ist und klatscht ihr erstmal eine mit dem Fächer, ja. so wie es sich gehört für einen Gag. Und genau. Und beinahe halt so, kannst du nicht mal eine Schaufensterpuppe von einem Menschen unterscheiden? Was soll denn das? Und ja, genau, und er erklärt dann halt kurz, was das ist und ja. Ikaros lässt es dann halt im Raum stehen und da das halt eine weibliche Unterhälfte ist, die da so im Raum mit ihm alleine ist, dreht er sich um und denkt dann irgendwann mal, ich habe eine Idee. Moment. Jo. Mimi. Schnappt sich eine Unterhose, weil er hat ja einige davon, wie wir bereits wissen. Die noch nicht weggeflattert sind. Eine Band zu. Und zieht diese Unterteil eben halt eine Hose an. Ist ja nett von ihm, ist ja höflich. Aber er realisiert dann beim Umziehen sozusagen, dass der obere Körper natürlich fehlt. Ne? Also dieser komplette Körper mit den Tiddies und dem Ganzen. Er will gerade da ein BH dran machen und realisiert, scheiße. Da fehlt was. Es ist unvollständig. Und in dem Moment... ganz zufällig kommt Migako rein, wer hätte es gedacht, und kommt mit einer und sagt, hey, wir wollen ein Sommerfest veranstalten. Und du denkst dir, schon wieder ein Sommerfest? Wo ich mir auch denke, so, sind wir gerade in einem Time Loop oder sowas? Mhm. Warum kommt schon wieder ein Sommerfest? Oder war das davor, war das einfach nur ein Strandfest? Kann man jetzt spekulieren, aber letzten Endes, wie gesagt, wieder ein Sommerfest veranstalten. Und der Preis ist eben halt eine... fast komplette Schaufensterpuppe. Fast komplette Schaufensterpuppe, die so ein bisschen anime-mäßig aussieht. Das ist wieder die Frage, da hab ich ein bisschen drüber nachgedacht. Oh mein Gott. Schaufensterpuppen in unserer Welt sehen Menschen ja ähnlich. Gut, es gibt welche so ohne Details, aber es gibt auch welche mit richtigen Gesichtern und so. Ne? In einer Welt im Manga, dann müssten die ja aussehen wie Manga-Charaktere oder Anime-Charaktere. Das ist genauso wie wenn jetzt ein Anime-Charakter eine Serie guckt. Guckt der denn ein Anime oder guckt der was mit echten Menschen? Das ist, ja. Gute Frage. Aber es ist interessant, ich habe das jetzt auch gar nicht gefragt. Aber sie sieht sehr Anime-mäßig aus. Also selbst für einen Manga sieht sie sehr Manga-mäßig aus.
Ja, vor allem ist es halt insofern lustig, weil es halt gefühlt auch fast schon ein anderer Artstyle ist. Ja, genau. Es sieht halt nicht mal aus wie die Figur, die ihn trägt, die Ja, Figur genau. trägt, so, ne? Nicht mal im Ja. Ansatz. Die ganzen toten Augen Ja, fehlen. Ne? auch Also, so richtig detaillierte Augen und Sparkle, Sparkle. Anime-Augen, ne? Also ich Das ist denke wirklich mal, Classic-Anime-Augen. die wäre in dieser Welt wahrscheinlich schon so Anime-Style-Figur, ja. Kann ja aber auch sein, dass er dadurch auch zeigen will, dass es Uncanny Valley ist. Ja, das kann Ja, natürlich auch weil so sein, ja. Schaufensterpuppen sind total Uncanny Valley, wenn du Ja, die siehst, genau. finde ich. Also, ich finde die auch creepy. Wenn du einen Horrorfilm machen würdest mit denen nachts in einem Kaufhaus, Ja, das oh, fände ich schon das unheimlich. ist doch in Silent Hill, da gibt es doch so Schaufensterpuppen, die sich dann immer zu dir hindrehen und so. Das ist, ja. Silent Hill Oh, 3 war das. es, glaube ich. Oh, ich. Wandel. Ach ja, genau, die hießen doch auch Mannequin, gell? Ja, Mannequin, genau, ja. Ja, stimmt. Die so diese komischen Geräusche machen. Ja, stimmt, Mannequins, genau. Die ja keinen Kopf haben, Ja. sondern einen weiteren Hintern als Kopf, ne? Die sind doch irgendwie so rumgelaufen, Auch oder? ja, genau. Die gab es doch in doppelter Ausführung, also dass quasi die Beine und das Gesäß oben ist Ja, genau. und unten sind die So Beine und falsch das Gesäß. zusammengebaut, ja, genau. Ja. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Gute Zeit, Mann. Gute Zeit. Ja. Gute Zeit. Das war das scheiß Kaufhaus, ne? Ja. Ja, fuck it, diese komische Kaufallee da, die Ja, genau, war. dieses Shopping Center da, ja. Die war. Das war wirklich übel. Genau, und es gibt jetzt das einzigartige Angeloid-Kampfsportturnier. Was ich immer wieder spannend finde, weil auch hier wieder. Ne? Jetzt wird ein Kampfsportturnier eröffnet Ja. mit Angeloids. Also die werden sogar mit namentlich erwähnt. Ja, als wenn die Und in Leute dieser stehen. Welt sind, die ja anscheinend schon akzeptiert, dass es die gibt. Genau, die sind schon etabliert so, ne? Was ich interessant Ja, finde, und noch hat sich kein Government hier, kein Staat darum bemüht, diese Superwaffen sich unter den Nagel zu reißen. Das ist wieder diese Matrix-Theorie, ne? Dass es halt jetzt einfach so ist. Weil das jetzt, da hat einer auf den Knopf gedrückt, hat eine Befehlszeile eingegeben, das ist jetzt so. Bei jedem, das ist etabliert, fertig aus. genau, damit das zu keinen Problematiken kommt oder Ja, sowas, das ne? ist ja So Brainwashed im oder so, ne? Matrix-Film war das ja auch immer, ja, was ist, wenn diese Passanten oder so, die da rumlaufen, das sind ja alles Menschen, die in diese Maschine angeschlossen sind. Was ist, wenn die sehen, wie du da fliegst oder irgendwas veränderst, sondern die nehmen das einfach nicht wahr. Das ist, weil die sind, das wird wegprogrammiert, das wird gelöscht. Ja. Geil. Auf jeden Fall ist halt so die Frage, die Mikako stellt, ist, habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, warum denkt eigentlich jeder, wie kann es eigentlich sein, dass Ikaros der stärkste von allen Angeloiden ist? Das kann es doch irgendwie nicht sein. Und um das herauszufinden, ob das wirklich so stimmt, lassen wir einfach die ganzen Angeloiden gegeneinander antreten. Und ja, im Grunde. Ja, im Grunde wird dann halt schon aussortiert, wer gegen wen kämpft. Ist natürlich insofern unfair, weil das irgendjemand scheinbar von Anfang an vorbestimmt hat. Ja. Weil das sieht jetzt nicht aus nach Zufallsprinzip, das Das sieht ist nach hier aus wie so ein K.O.-System, vier. ne? Ja, Ja. genau. 2 gegen 2, dann wieder 2 gegen 2 und dann die 2 gegeneinander und dann Ja. wird entschieden, wer der Stärkste ist. Und der erste Kampf geht zwischen Nymph und Oregano, natürlich. Und Oregano ist ja so ultra fies und deswegen macht sie ein paar Striche bei dem. Oh, lass mich lügen. Hira? Ja, Kata? Eines davon. Es ist auf jeden Fall kein Kanji bei den Schriftzeichen und ändert das Wort, also Nymph, Zu also Seetang. im Japanischen, zu Seetang um, indem sie gerade so ein paar Sachen ändert. Das ist ja immer das Gemeine im Japanischen. Ich glaube, das ist auch prädestiniert für Mobbing. Ich glaube auch, ja. Deswegen haben Ja. die wahrscheinlich auch immer so bei dieser Namenssuche, dass das erstmal, das war mal irgendwie, ich glaube, Sayonara Tsetsubo Sensei, dass es denn die Ja. Namen gibt und dass es dann noch eine buddhistische Bedeutung haben kann. Und wenn du da richtig Scheiße bei dem Namen baust, dann kannst du mit einer falschen Schreibweise oder einfach nur, wenn du es andersrum liest oder anders schreibst, dass du dann was ganz Schlimmes hast. Das war ja deswegen ja Setsubu Sensei, dass sein Name halt
ein bisschen anders geschrieben oder wenn du es zusammenschreibst, einfach Verzweiflung bedeutet, oder? Sein Bruder, der Arzt, dass der dann halt einfach mal tot heißt. Tot, genau. genau. Und die immer normal ist, hat einen ganz normalen Namen. Ja, und genau. Damit kann man nichts machen. Ja. Oh mein Gott. Aber wir müssten auch mal irgendwann über Seinen Arzt reden. Es ist so, das müssen wir auch irgendwann mal machen. Ja. Auf jeden Fall geht der Kampf los, schon mal direkt mit dem Anspornen von Nymph. Sie kommt dann richtig so mit dieser Wrestling-Pose. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so den Daumen nimmt und dann quasi so über imaginär so durch die eigene Kehle durchschneidet, ja, so nach dem Motto, komm her, du Bitch, so, komm her, Seetang in dem Fall. Das war ja auch irgendwie mal so ein Signature-Move von irgendwie so einem Beat-em-up-Charakter, ich glaube in Tekken oder so. Der hat das auch immer gemacht. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das aus dem Wrestling kommt oder so, aber es passt enorm einfach zu der Attitude. Es könnte schon sein, dass irgendjemand das erfunden hat, so aus der WWE damals oder WWF war es damals. Wie auch immer, auf jeden Fall wird sie jetzt irgendwie richtig angesprochen. Ja. Sie ist richtig pissed. Und Asriel nimmt einfach mit, einfach teil, weil der Preis was zu essen ist. Ein paar Reisbällchen. Das ist nicht mal viel, das ist so erbärmlich. So eine Schüssel ohne Gier. Das sind ja die günstigsten Sachen, die du so im Supermarkt kriegen kannst, eigentlich. Ja, aber für sie ist es scheinbar lebensnotwendig und deswegen muss ich da auf jeden Fall mitmachen. Ja. Er will dann erst nicht mehr mitmachen, so nach dem Motto, das ist doch alles Wahnsinn. Und dann kommt Mikako wieder mit dieser dummen, dämlichen Scheißpuppe da. Und aus irgendeinem Grund will er einfach diese weibliche Figur da haben. Ja. Und er zieht's durch. Natürlich. Er wurde wieder gebaitet. Und der erste Kampf beginnt zwischen Ikaros und Astraea. Genau, also es ist ein typischer normaler Kampf im Grunde. Da brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel. Beide geben alles. Die sind, beide sind auf der anderen Seite der Welt. Also, beziehungsweise, ich glaube, Astraea bleibt da, wo sie ist, während Ikaros einfach mal so schnell ausweicht, dass sie einfach mal auf der anderen Seite der Welt ist. Und dann gleichzeitig macht sie ihre Homing-Missiles einmal komplett um die Welt. Und ja, im Grunde, das war's mit Astraea. Dann beginnt, also das war mehr als das war's. Also sie hat halt nicht mal ansatzweise eine Chance. Und genau, dann kommt der Kampf Oregano gegen Seetang. Ja. Ich mag es, wie es auch noch erwähnt wird. Ja, weil die das also so ablesen. Also von den Sprechern, weil die das so ablesen, weil sie das ja verändert hat jetzt. Auch kleiner Gag. Ja, du bist doch kein Kampf an Android. Was willst du überhaupt? Was willst du gegen mich machen? Ich zeige dir gleich mal einen Kräfteunterschied. Ja. Und in dem Moment, wo sie es sagt, kriegt sie schon eine mit so einer Knarre reingeballert. und liegt auf dem Boden und währenddessen holt Oregano dann irgendwie die Minigun rausballert sie, holt einen fucking Panzer raus und beschießt auf sie. Mecker hat sie auch noch. Und macht, nee, das war ein Panzer. Ich hatte gesehen, dass das ein Mecker war. Meine Fresse. Okay, nee. Panzer ist ja nochmal witziger. Ist ein Panzer und am Ende natürlich der klassische ultra coole Helden-Move, also Action-Helden-Move. Ja. Du nimmst so eine Granate, beißt so die Zündung. Das hat Arnold Schwarzenegger ja geprägt. Und legt die dann so bei ihr hin und geht ein paar Meter weg. Es explodiert. Dieses typische Not looking at explosions. Genau. Und dann noch richtig cool dieser Daumen nach unten Move. Ja. So bam, Alter. Was ein Impact. Das ist so geil. Ich liebe den Kampfstil von Oregano so sehr, weil es einfach ist so epic. Weißt du, du hast vorher diesen Kampf mit
Ikaros, die halt so typischen Anime-Shit macht, so quasi. Und sie ist halt einfach... Grunde, oder so Mecha-Shit und sie Waffen. Ist halt einfach so... Ja, einfach Waffen. Ja. Also, so gesehen, Miniguns und Panzer, das ist schon ein bisschen krass, aber so gesehen ist dann ja so zumindest Nymph als Angeloid auch von einem Menschen besiegbar, wenn der die richtigen Mittel hat. Ja, gut, du weißt nicht, inwiefern das in der ernsten Situation, ja, genau, ob der Nymph da jetzt dann besiegt wäre oder ja, genau, ob die sich relativ schnell wieder erholen würde. Aber sie ist ja auch nicht wirklich zum... Nein, sie ist Krieg ja, sie ist ja auch technische Kampfführung. Ne? Ja. Genau, genau. Analytik und wahrscheinlich irgendwie Speer oder ja, sowas genau, in der sowas, Richtung, ja, wenn man so für den Krieg einsetzen würde. Metal Gear Solid. Wäre auch cool, so eine Mod, weißt du, ja, so eine Age of Empires Mod mit Angeloids. Ja. Da gibt es auch Speer und sowas, wo man irgendwo rumschicken kann, dass die Leute irgendwie so ausspionieren und so. Und dann kommt der Endkampf natürlich hier, der stärkste also Ikaros, der vermeintlich stärkste Angeloid von Synapse und der schlimmste Angeloid auf den Erden namens Oregano kämpfen gegeneinander. Und sie, also Ikaros beginnt den Kopf so leicht zu tatscheln von Oregano und sie gibt sich geschlagen. Ja, ich gebe mich geschlagen. Sie weiß ganz genau, dass sie da nichts ausrichten kann. Ne? Ja, sie weiß einfach, sie hat keine Chance. Sie ist zwar ein bisschen besser als jemand, der nicht für den Krieg gemacht ist unbedingt. Sie wollte auch, oder sie wollte einfach nur Nymph fertig machen. Das kann natürlich auch. Wahrscheinlich, das könnte sogar noch eher sein. Und... Genau, und dann ist es eigentlich klar, jetzt theoretisch hat Tomoki gewonnen, aber das können wir ja nicht zulassen. Das wäre ja langweilig. Und naja, und dann kommt der Entscheidungskampf und er denkt sich so, hä, wie, was? Ich dachte, Ikaros hat jetzt gewonnen und ich habe damit gewonnen, aber nein, Tomoki Sakurai vertritt die Menschheit und kämpft jetzt 1:1 gegen Ikaros. Und ja, das ist eigentlich so der sichere Tod, aber der Preis, Preis, Tomoki, diese dumme, dämliche Schaufensterpuppe, der du dir im Grunde einfach nur Unterwäsche anziehen willst und dann wahrscheinlich nichts mehr mitmachst, aber er riskiert sein Leben. Er weiß, wofür er kämpft. Er weiß, wofür er zu kämpfen hat. Und ja, und dann wird er halt sentimental, ne? Dann meint er halt so, ja, wir haben schon so viel zusammen durchgemacht, ne? Am Anfang dachte ich so, du bist Last und aber je mehr menschlicher du wurdest, desto mehr hat es mich irgendwie erfreut und aber ich hätte nie gedacht, irgendwie, dass wir mal gegeneinander kämpfen werden. Und Ikaros fängt irgendwie an zu weinen und meint, nein, ich will nicht, ich kann nicht gegen dich kämpfen. Komm, greif an, meint er. Und sie meint, nein, aber du wirst sterben, Meister. Sie weiß es eindeutig, weil sie ist ja eindeutig überlegen. Und dann? Hammerhart. Ja, dann gesteht er ihr einfach die Liebe. Ja, einfach immer so, in so einem Scheiß-Gag. in so einem Scheiß-Gag einfach. Ja. Und du als Leser denkst dir dann so, wohin mit meinen Gefühlen? Wo sind sie? Warum funktionieren sie gerade so? Es ist irgendwie rührend, aber irgendwie auch super seltsam. Ja. Und ja, wie gesagt, er nimmt das ja alles irgendwie sehr ernst. Vielleicht weil er ein Trottel ist, ich weiß es nicht. Aber er sagt dann, ich liebe dich. Ja. Aber trotzdem. Das ist lieb. Ich mag diesen Satz einfach. Ich liebe dich. Bam, Impact. Alle so, oh mein Gott. Und ne. Und du siehst auch, du siehst ja auch Mitski in den Reihen und die andere, die ihn ja auch liebt. Ja. Und Sugata auch. Oh. Sugata weiß ich jetzt nicht, ob der dazu zählt unbedingt. Vielleicht für manche, aber. Ja, wer weiß. Wie hieß sie denn nochmal? Glöckchen. Glöckchen. Ja, wie hieß sie? Scheiße. Wie hieß sie denn? Warte mal, ich google. Google du mal. Das war doch die mal kurzzeitig ein böser Angeloid war, kontrolliert wurde und dann Hiyori. Quasi,
Hiyori, genau. Hiyori Kazane. Genau, die ist ja auch jemand, die ihm schon die Liebe gestanden hat. Ja, genau. Ja. Also, und jetzt sieht sie quasi, dass er Ikarus, also es ist irgendwie eigentlich eine relativ dramatische Szene. Ja, so. Das ist auch, hat auch eigentlich einen heftigen Impact, ne, aber... Genau, so in allen in diesen Szenen, sie sind wunderbar zusammengefügt, aber er sagt, ich liebe dich, aber trotzdem liebe ich es auch mit Puppen zu spielen. Und du denkst dir einfach nur so, What the fuck? Ist das nicht dein Ernst jetzt? und er will unbedingt mit dieser Puppe spielen. Er hat einfach richtig Bock drauf. Mhm. Und Ikarus... Das ist wie, keine Ahnung, wenn du... Er fragt eine dich, ey, wollen wir uns heute mal treffen? Und dann sagst du, ja, ich liebe dich, aber ich liebe es auch, Genshin Impact zu spielen. Also... Ja. Also, tschüss. Also, ja, stumm gelaufen, ne? Ja. ich bin halt einfach ein bisschen blöd, ne? Okay. Also gut. Und ja, und sie, also Ikarus ist jetzt halt erst total innerlich komplett verwirrt, ne? Und sie meint halt so, oder realisiert zum ersten Mal, dass sie zum ersten Mal richtig leidenschaftlich liebt. Was ich auch einen interessanten Aspekt finde. Weil, naja, also weil sie es realisiert. Ja. Ich glaube, da kommt jetzt irgendwie, sind das Lyrics von einem Song oder so? Ich weiß es nicht, ja. Aber auf jeden Fall, sie weint auf jeden Fall, was sehr rührend ist. Sie sagt sich auch innerlich so, ich wusste nichts von meinem vorbestimmten Schicksal. Daher, und setzt dann die komplette Uranus Queen Attack auf Tomoki. Ja. Bam, und wo jeder normale Mensch eigentlich zerstückelt werden würde. Ja, ja. Und er lässt sich halt verprügeln und ich... Ja, es ist so wieder so dieses, okay, was passiert jetzt? Ich weiß gar nicht, ich krieg gar nicht in Worte zusammen. Es ist... Es ist so absurd. Es ist einfach... Es ist einfach seine Libido bündelt sich wieder zu so einem ultra mega was weiß ich schwarzen Loch Energieball. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Es ist auf jeden Fall ein Zensierball für seine Klöten. Ja, genau. Und all das, was dranhängt. Weil er jetzt komplett nackt ist und er ist ja komplett zerschossen und alles. Aber da bündelt sich, da erschüttert sich etwas in diesem Zensurball. Und die Energien strömen aus und auf einmal kommt da ein... Ich habe keine Ahnung. Es kommt so ein Ultra-Energiestrahl raus, wo die Blitze innen drin verdächtig nach Venen aussehen. Oh mein Gott, ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Und seine Attacke heißt hervorbrechendes Magma. Man könnte jetzt natürlich. Ich weiß nicht, ob das subtil ist oder Dampfhammer. Es ist ziemlicher Dampfhammer, wenn du mich fragst. Aber es ist so gut kaschiert, dass man im ersten Moment denken könnte: okay, das ist so eine Art Kamehameha, weil er ja so aus einem Schritt schießt. Wenn das Ding dann aber hervorbrechende Magma heißt und das sehr ähnelt auch, also außenrum sieht es aus wie Venen, in der Mitte ist ein weißer, langer Strahl. Ja. Also den Rest kann man sich denken, oder? Ja, es ist sehr bildlich. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht, was das für Lyrics sind. Es könnte halt auch wieder sein, dass das die Lyrics vom Opening sind, vom Anime-Opening. Das hat er ja schon mal gemacht. Könnte ich mir halt auch vorstellen. Ja. Auf jeden Fall kommt da halt diese komischen Lyrics, währenddessen kommt dieser Ultrastrahl. Ikarus tut sich halt komplett abwehren, aber ja, verliert dann halt einfach. Mhm. Also, Uranus Queen hat verloren gegen den Pipi-Strahl. Und er steht dann nackt da und hat sie in den Arm, weil er sie dann doch gerettet hat. Du fragst dich halt die ganze Zeit, ist das jetzt später noch plotrelevant? Ja, das ist mittlerweile echt so der Punkt, wenn du so dieses absurde
Eben Tomoki nackt mit seiner Ultra. Ist das noch, ist das noch, ist das Plot oder ist das dumm? Es ist doch wirklich so, wir sind sich uns nicht mehr ganz einig. Auf jeden Fall sind alle unbeteiligten Menschen, die eigentlich wahrscheinlich drei Fick auf diese ganze Situation geben könnten, weil das alles fremde Menschen sind, fangen an zu heulen, weil das wahrscheinlich das Schönste ist, was sie so überhaupt gesehen haben in ihrem Leben. Und fangen an zu applaudieren und deswegen, das unterstützt nochmal, dass das auch alles nur NPCs sind in dem Programm, weil jeder andere, der wird jetzt erstmal, what the fuck? Ja, genau. Aber nicht da, denn er läuft durch dieses Spalier, was die da auf einmal kreieren, wie so ein Held, mit seiner, nackt natürlich, mit seiner Geliebten oder mit seiner Prinzessin da auf dem Arm, läuft er, keine Ahnung, gegen Sonnenuntergang oder beziehungsweise gegen Space. Mhm. Und du siehst am Ende ein zufriedenes, schlafendes Gesicht. Ja, in Ikaros, ja. Von Ikaros, und dann siehst du eine Trauerblume. Also das ist ja immer so ein Zeichen dafür, dass jemand gestorben ist oder sowas. Und zwei Leichen, die auf dem Kampfplatz sind. Einmal Ikaros und einmal Astraea, die ja sehr malträtiert wurden in diesem Kampf. Und, so Gedenkenszeit irgendwie sowas. Und damit endet dieser Part. Ja. Uff. Oh, das ist, hui. Ja. Finde ich auch. Also das ist mit Abstand der, also wir hatten schon viel seltsamen Kram. Wir hatten schon wirklich seltsamen Kram, aber das ist doch schon so ein Kapitel, wo mich echt so ein bisschen sprachlos lässt. Ja. Also da ist einfach so viel falsch an diesem Kapitel. Und auch so, das hätte jetzt nun wirklich keiner erwartet, selbst von dem Manga. Nee. Aber du bist jetzt natürlich jetzt dafür zuständig, dass du uns jetzt noch den Plot voranbringe. Den Plot mal voranbringst jetzt endgültig. Wobei, wie gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob das nicht auch irgendwie Plot ist. Ist das Plot oder kann das weg? Also, er kann die Uranus-Queen besiegen. Ja, genau. Mit seinem Magma-Strahl. Also. Und sie ist die Stärkste. Vor dem selbst dieser Synapse-Heini Angst hat. Ja. Geil. Okay, gut. So. Kapitel 54, Menschen. Menschen! Interessantes Kapitelname auf jeden Fall. Ja. So, wir sind dabei, wie hieß er nochmal? Paul. Paul, genau, wir sind bei Paul, der mit den langen Haaren, der Synapse-Chef. Und er sitzt da halt an seinem Computer und surft 4chan oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, er kreiert irgendwas. Er programmiert irgendwas und will die Hyapien kommen da rein und er, ja, was wollt ihr, stört mich nicht und hier und da, ne? Und dann, und dann sie gucken nur so, was er da gerade macht und dann, oh, Meister, das ist doch, oh, ja, das ist hier das Kernstück der variablen Flügel. Also das ist so voll so eine mega, mega Sache, an der er da arbeitet. Also ich muss gerade mal wieder reinkommen hier. Ja, das ist also ja das. Also diese variable Flügel ist ein Teil von. Das ist ja das, was Ikaros so stark macht, ja. Beziehungsweise die Angeloiden unter anderem. Ja. Und er bastelt da halt gerade rum und man merkt, dass er da wirklich etwas, was stärker ist, als Ikaros machen will. Und ja. Weil es ist so viel Text hier gerade. Naja, also was mir zum Beispiel kurz auffällt, um das mal einzuhaken, es wird in letzter Zeit, also seit diesem einen Part, wo wir mitkriegen, wo die Hapien sich so freuen, dass der Meister irgendwie Spaß hat oder sowas. Ja, genau. Seit langem kriegst du immer mal jetzt wieder von ihm gezeigt, wie er irgendwie aktiv an einer Sache irgendwie arbeitet und irgendwie Interesse zeigt. Ja, genau, er zeigt das erste Mal Interesse und hat wahrscheinlich auch wirklich Hintergedanken da, seine Synapse da zu beschützen in dem Sinne, ne? Weil ihm ist ja letztes Mal schon aufgefallen, dass das schon haarscharf war mit hier, wie hieß sie, die Kleine, die im Meeresboden sitzt gerade.
Ach ja, hier die Mininonne. Ja, genau. Weiß ich auch nicht mehr, ist doch schon so lang her. Es ist wirklich lang her, es sind fast... Delta? Nee, Delta war ein anderer. Nee. Chaos. Oh, ich glaub, Chaos war ja. So, das ist sogar noch so ein scheiß einfacher Name. Ja, ja, und er arbeitet da wirklich dran. Das erste Mal, so vorher hat er ja immer, ach, ich bin unbesiegbar, und ich glaube, das bröckelt so langsam. Yeah, ja, genau. Und das auch wieder geil, da sein Computer mit seiner Tastatur, wo er dran arbeitet, das ist einfach nur mal eine Orgel. So im Stil von einer Orgel, ja. Um schön wieder diese Kirchensymbolik, ne? Diese Kirchensymbolik aufrechtzuerhalten. Mhm. Wobei ich es immer lustig finde, weil wir im Westen tun da immer viel mehr hineininterpretieren, als die Japaner da öfter mal das machen. Bei denen ist es meistens Stilistik. So wie ich das mal mitgekriegt habe, ist diese ganze Religion und Glaubenssymbolik von Neon Genesis Evangelion einfach nur deshalb entstanden, weil es cool einfach cool ist. Ja, genau. Weil es anders ist, ne? Ja. Ich frag mich aber trotzdem immer, ist das jetzt einfach nur einfach wegen Coolness und Stilistik gemacht? Das ist oder genauso wie wenn du jetzt, du packst dir da halt so einen riesigen Jesus in dein Zimmer und dann sagen die, oh ja, du bist richtig gläubig, ne? Nö, ich finde den cool. Oh, ich das, mein, der ist chill, der ist cool. Der ist cool Design, ne? Ja, ja. Für den heiß. Cool. Cooles Character Design. Ja, okay. Ja. Gibt es die Bikini-Fassung davon noch? Und die Hentai-Fassung? Die hat mich 150 Euro gekostet. Die Cast-Off-Version? Oh, nee. Mit abnehmbaren... Ich hoffe, da begehen wir jetzt keinen Sackrileg, oder? Ist das Blasphemie? Oh, der Irr. Ja. Aber ja, das ist wohl, ich frage mich immer, ob das absichtlich auch oder ob es absichtlich einfach gesagt wird und ob da mehr dahinter steckt, weil es ist halt auch oft so, dass manche Anspielungen, sage ich mal, also die, wenn du die Geschichte so ein bisschen kennst, einfach auch tatsächlich ziemlich viel Sinn ergeben. Mhm. Also gerade auch in Evangelion, wo du dir dann denkst, ist das wirklich Zufall? Ja, genau. Ist das wirklich Zufall? Weil Kreuze haben ja zum Beispiel auch eine gewisse Symbolik und die kommen in einer bestimmten Szene vor, die ich jetzt nicht spoilern will. Mhm. Und es macht absolut Sinn, dass da Kreuze entstehen. Ne? Mhm. Also, ne? Ja, ja. Das sind dann so Sachen, wo ich mir immer denke, so, sagen sie es einfach nur so? Oder so nie, wie mit englischen Lyrics in manchen JRPGs sowas, bei Persona zum Beispiel. Da gibt es fucking englische Lyrics, die sind so on point, ja? Mhm. Wo du dir einfach sagst, oh mein Gott, das passt zu der Message, zur Szene. Und so weiter. Und die Aussage vom Komponisten ist, ja, es tut mir leid, die Leute so enttäuschen zu müssen, aber wir haben uns einfach nur dafür entschieden, weil englische Sprache einfach cool klingt. Mhm. So. Und ich denke mir nur so, no fucking way. Das ist so intensiv in die Story eingebaut, die Texte. Du kannst mir nicht erzählen, dass es einfach nur zufällig ist und weil es cool klingt. Manchmal glaube ich, dass die mehr sich damit auseinandersetzen, aber Religion und Glaube ist ja nun mal meistens, sag ich mal, das ist so ein Problematikthema, ne? Vielleicht, dass man dem eher so aus dem Weg geht. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man nicht sagt, das ist des und deswegen so, sondern man sagt halt, nee, das war nur, weil ich es cool fand, habe ich das gemacht. Das nicht, weil ich da irgendwas rein deuten würde oder sowas, ne? Also von daher. Ja. Gut, also er arbeitet daran, die Harpien sind auch sichtlich geschockt, dass er an sowas Gefährlichen arbeitet, oder jetzt gefährlich, sowas Mächtigen in dem Sinne, ne? Ja. Und, und genau. Und er sagt dann halt, dass das auch reichen wird für, der trägt die ganze Energie in das Ding rein und dass das wahrscheinlich die Uranus Queen vernichten kann. Ne? Yep. Dann fängt er wieder an, einen auf mega Bösewicht zu machen. Juck. Ja. So. Und da sagt er dann nur, das Problem ist die Außenhülle. Ja, dann halt am Foreshadowing. Ne? Ja. Gut, wir sind wieder auf der Erde. Ikaros ist am Kochen. Ganz friedlich.
Nymph kommt noch rein und fragt Tomoki nach einem Date. Ja, also man denkt schon mal, jetzt geht da wieder so ein Nebenkapitel los und kommen einfach mal alle. Kommt Astra eher wieder an. Dad? Was ist ein Dad? Was ist Date? Das? Date? D-E-I-T? Ich habe erst Diät gelesen. Diät? Das wäre noch besser gewesen. Date? Was ist das? Ihr zwei wollt was essen gehen? Ich komme mit. Ja. Und dann Ikaros dann nur so, ja, ich will auch. Ja, so ganz leise, aber sie ist ja mit Kochen beschäftigt und das Essen kocht über und dann sie kommt dann ganz verstohlen an und ja, ich will auch ein Date, ja, und dann sind schon alle weg. Ja. Gut, du weißt nicht, wie lange sie für die Entscheidung. Ja, hat, genau, stimmt, ja. Vielleicht war das auch, also das wirkt so voll. Ja, dass sie so ganz lange drüber nachgedacht hat, ja, das kann sein. Genau, das war so meine Vermutung einfach, dass sie sehr, sehr lange drüber nachgedacht hat, weil sie das noch gar nicht gewohnt ist, so richtig zu entscheiden und so. Das ist ja irgendwie was, wo jetzt erst bei ihr neu dazugekommen ist, weil so eine Aussage ist jetzt nicht unbedingt typisch Ikaros. Nee. Also es wird typischer, aber es ist immer noch so ein bisschen out of character. Ja, genau. Ne? Sie hat ja sowieso noch nicht so diese Gefühlswelt freigeschaltet, wie zum Beispiel jetzt Nymph und Astraea sie haben. Ne? Das ist ja. Und ja, gut, also die beiden, Astraea und Nymph, haben Tomoki schon mitgeschliffen. Er hatte da eigentlich gar keine Wahl, so wie es aussieht. Ikaros denkt sich dann nur, dass ihr Leistungsreaktor schon wieder wehtut. Das ist ja, da ist wahrscheinlich das Herz ja mit gemeint, das wissen wir ja. Hallo. Ja, sie ist halt traurig darüber und man schaltet dann jetzt ein bisschen zu dem Dad, was die beiden haben. Ja. Nymph will in den Zoo und Astraea will natürlich irgendwas essen, eingelegte Makrelen, sehr spezifisch. Ja. Und die streiten sich halt, wo sie jetzt hingehen. Das ist ja wieder klar. Ikaros kommt dazu. Was hat sie auf dem Kopf? Ist das eine Kastanie? Das ist eine Kastanie. Ich glaube, in dem Bild davor, da. Ich weiß nicht, wo war das jetzt? Hat sie auch schon eine auf dem Kopf? Ja, aber irgendwo lagen da Kastanien auf dem Boden da. Ja. Wo sie fragt, was Diät ist, hat sie. Ja, sie frisst gerade Kastanien, aber ohne die aus der Schale rauszunehmen. Aua. Aua. Ja, aua. Die ist die so, ja, die hat eine auf dem Kopf, ja. Eine in den Haaren. Sie ist völlig schmerzfrei. Und zwei in den Händen. Ja, gut, wahrscheinlich tut es so einem Angeloid nicht mehr. Nee, aber sie ist die mit dieser Stachelschale. Das ist heftig. Aua. Schön, dass sie. Ich mag das Detail, dass sie noch eine auf dem Kopf hat. Ja, genau, die ist hängen geblieben, ja. Naja, auf jeden Fall, die streiten sich da und Ikaros schubst sie dann weg. Gut. Sie hat Tomoki gerettet, er freut sich, ist total wabbelig. Dann, du bist ja hin und wieder nützlich. Und sie sagt, du bist mein Meister. Du gehst mit mir ein Date haben. Ja. Und das ist schon wirklich irgendwie sehr untypisch für sie. Ja, gut, sie drückt ihn dann noch gegen ihre Brust. Das ist noch irgendwie wichtig, weil das in einem Frame ist. Und ja, dann heben sie ab und fliegen da mit Schallgeschwindigkeit los. Und er denkt sich dann, Mann, was ist das? Dominanz, ne? Also, bist du so forsch heute, so Ikaros, ne? Das kenne ich dich ja gar nicht. Und dann, ey, lass mich los! Merkt er das auf einmal, ja. Irgendwas stimmt da nämlich nicht. Ja. Und ja, sie sind dann später noch in so ein Restaurant reingeflogen, durch die Decke, ja. Sie lässt ihn los. Ja, ja, genau, sie lässt ihn los und landet in so. Lässt ihn wirklich los. Ja. Ja, das ist so ein Date-Meister, oder? Ja. Auf jeden Fall, er sagt ja, das ist erstmal rastet er jetzt aus und dann, dass sie ihn so entführt und so weiter, dass er da gar keine Wahl hat. Und dann sagt er ihr noch, wie seltsam sie doch heute ist. Und, ja. Irgendwie knallt sie dann auf einmal den Tisch zur Seite, wird richtig aggro und nähert sich ihm dann sehr suggestiv. Und dann sagt sie, lass uns dahin gehen, wo keine Menschen sind. Ne, ja? Im Sinne von, ja, komm, lass uns gehen, wo wir allein sind. Ja.
Auf jeden Fall, er kriegt auf einmal Angst, rennt weg, rennt zum Bus und da sitzt sie dann auch schon wieder. Und dann verflieht er auch da, hat auf einmal ein Fahrrad und versucht mit dem Fahrrad zu fliehen, aber es ist ein Tandem und Ikaros sitzt da schon drauf. Also er kann nicht weg, er versucht zu fliehen, er versucht mit einem Boot zu fliehen, aber Ikaros holt ihn mit einem Boot ein, er geht auf die Männertoilette, denkt, da kann sie nicht rein, aber nee, sie geht da rein und klopft an der Tür. Er geht nach Hause und verbarrikadiert sich da und kriegt wirklich langsam Angst und denkt sich, dass sie doch gar nicht so ist, was ist das? Und plötzlich denkt sich noch zurück, wie er sie getroffen hat und dass das, ja. Und dann denkt er noch ein bisschen, ja, angenommen, Mikaros ist das, was ich vermute. Was mache ich dann? Das ist wieder die Frage, ne? Haben die das also, schon mal erklärt, was er da vermutet, oder? Naja, nee, er sagt ja halt quasi so, hier, Ikaros ist ja halt auch nur ein Mädchen. Ja, genau. Oder ist ja ein Mädchen. Und ja, also so quasi, sie kam vom Himmel, dann war sie so ein Teil der Familie, sozusagen Familienmitglied, ja. Aber angenommen, Ikaros ist in mich verliebt. Ach quasi. So, das meint er, okay, ja, genau. Was mache ich dann? Also, was mache ich dann? Weil, also diese eine Szene von dem letzten Kapitel, ich denke schon, dass Tomoki das in irgendeiner Form schon ernst meint, ja. Aber insofern erwartet er das nicht von einem Angeloiden, weißt du? Also, dass, wenn sie ihm jetzt auch noch die Liebe gestehen würde, wüsste er momentan nicht, wie er reagieren würde. Ja, also, ja. Würde er das wahrnehmen oder würde er sagen, du bist halt kein Mensch? Ja, so, wie ne? Die am Anfang. Ich meinte, sie hat Flügel. Genau, also er lernt ja auch die jetzt anders zu sehen schätzen auch, ja. Und er hat ja auch in dem Kapitel zuvor ja auch irgendwann mal gesagt, du bist ja immer menschlicher geworden und das hat mich immer mehr gefreut, ne, weil dadurch, dass sie menschlicher geworden ist, sind sie sich ja auch näher gekommen, sie konnten mehr miteinander reden und sie hat nicht mehr so viele offensichtlich blöde Dinge gemacht, weil muss man auch mal gucken, im Vergleich zu den anderen Angeloiden wurde das meiner Ansicht nach ab einem gewissen Band immer weniger, dass Ikaros das Hauptproblem ist von irgendwelchen Situationen. Waren immer die anderen. Ikaros war eigentlich immer recht behütet oder genau, aktiv darum bemüht, unproblematisch zu sein. Ja, genau. Ne? Weil sie ja auch weiß, dass das ihm das nicht gefällt, wenn es Probleme gibt, so gesehen. Genau, bei Stress ist sie meistens irgendwie, man sieht sie ja auch immer in dieser Chibi-Form, wer sie irgendwie manchmal einfach durch die Gegend läuft, irgendwas sucht oder irgendwie rumläuft, irgendwo was anguckt oder sowas. Also du siehst sie ja gar nicht mehr aktiv, der Problemherr zu sein, sondern sie ist vielmehr einfach nur da und bemüht sich einfach, alles richtig zu machen, was sie so beigebracht bekommen hat, ne? Und nicht aufzufallen. Das ist ja das, was Tomoki ja gemeint hat. Versuch mal, mehr Mensch zu sein. Ja. Die anderen Angeloiden hingegen haben ja aber diese Wahrnehmung oder beziehungsweise diesen Auftrag so gesehen nicht. Ja, ja, genau. Die sind halt immer noch ein bisschen quirky, die sind anders. Und die haben die ihre Gefühle halt so richtig. Ne? Ja. Genau. Also, gut, außer bei Hiyori, aber da ist es ja auch wieder irgendwas anderes, weil ich Hiyori noch nicht so ganz als einen typischen Angeloiden sie ist ja, sie war ja lange noch was anderes in dem Sinne, bis sie umgebaut wurde. Ja, ne, also von daher bei Hiyori bin ich mir überhaupt nicht sicher, was da jetzt eigentlich Sache ist, weil die schätze ich dann, also sie ist ja schon fast erwachsen im Vergleich zu den anderen, so von der Einstellung her und vom Wissen auch. Sie weiß ja viel mehr über die Menschenwelt als die anderen so, ne. Die kamen da ja hin und mussten mehr oder minder also mein Astrayan weiß ja heute scheinbar noch nicht, wie man Kastanien normal isst. Ja. Also, sie ist auch ein Dummkopf. Ja, ja, aber trotzdem lernt man ja auch als Dummkopf irgendwann Stück für Stück die Regeln, ne? Genau. Sie weiß ja scheinbar noch immer nicht, wie man Essen bekommt. Dass ihr keiner mal sagt, weißt du was? Es gibt da sowas, das nennt sich Geld und Minijob. Genau. Geld bringt Essen. Bam. Es ist irgendwie, hat es ihr scheinbar noch keiner gesagt. So wie wir Astra eher kennen, wird sie dann das Geld nehmen und das Geld essen. Schmeckt doch gar nicht.
Oh no. Aber ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass er einfach fragt, so, was mache ich dann? Was ist, wenn sie sich in mich verliebt hat? Ja. Und dadurch, dass sie jetzt so diese Anwandlung hat, so die ihm direkt näher kommt, ihm auch so ein bisschen die Weiblichkeit präsentiert, so, dass das alles dann geht's gerade so für Tomoki. Ihn verführen will in dem Sinne, ja. Ich glaube schon, dass er Bock drauf hat, weil er ist ja auch so ein kleiner Perverso, aber das ist dann so, das ist so irgendwie, was ich auch schon mal schön finde, das ist in jedem Manne irgendwie so ein bisschen drin. Du kannst noch so pervers sein, aber du hast trotzdem immer noch Respekt, so eine Hemmung. Ja, genau, Hemmung und Respekt vor dem, was danach passieren könnte, worauf es hinausläuft oder so. Natürlich, wir haben auch ein paar männliche Spezies unter uns, die so sind und außer Pumpen wahrscheinlich nicht viel können und auch dementsprechend auch nicht viel im Kopf haben, so. Das gibt's natürlich, aber oder irgendwie Schlägereien oder sowas anzetteln, das gibt's natürlich, aber ich sag's jetzt mal so, Leute mit einem, die viel über Dinge nachdenken und so weiter, die sind da auch. Die sehen nur nicht das, was jetzt gerade ist, sondern das, was noch kommt, ja. Genau, genau. Und das ist interessant, weil Tomoki ist eigentlich, würdest du sagen, dumm, aber ich glaube, er ist einfach nur, er ist nur dann dumm, wenn er weiß, dass er gerade dumm sein kann. Genau, genau, genau. Das ist gut. Genau, das meine ich damit. Ja. Und das finde ich, das gibt dieses Ding gerade voll diese. Ja, er denkt wahrscheinlich jetzt auch, dass wenn ich mich darauf jetzt einlasse, was macht das aus uns später? Ne? Wie verändert das unsere Freundschaft fast schon in dem Sinne? Ja. Also sie kommt ihm da immer näher und das geht jetzt Richtung Eingemachtes und dann guckt er so ein bisschen zur Seite und sieht da eine total zerfledderte Ikaros in der Küche. Oh, also richtig. Aua und richtig geiles Bild, aber holy shit. Also richtig kaputt und Flügel rausgerupft, richtig und aua. Und er denkt dann jetzt, ja, was liegt denn jetzt gerade auf mir? Und die nicht kaputte Ikaros, man merkt jetzt langsam, das ist ein Fake, die Fake-Ikaros. Ja. Hat man ja schon so ein bisschen an dem Verhalten auch schon gemerkt, aber es war halt dann doch subtil genug, um es nicht sofort herauszufinden. Also beim ersten Mal lesen habe ich es nicht. Nee, ich habe jetzt gedacht, die hat irgendwie so einen Quirk in der Programmierung gekriegt oder sowas. Und ich dachte einfach, dass irgendwie so gerade so dieses letzte, ich liebe dich bei ihr. Ja, so das kann natürlich auch sein. Gesagt, ja, stimmt. Dass sie eifersüchtiger wird und sie jetzt einfach sagt, jetzt muss ich mal irgendwie aktiv werden, weil sonst gehen die mir Tomoki weg. So habe ich das irgendwie aufgefasst, ne? So Löwin halt, ne? Kämpfer-Löwin. So habe ich das jetzt aufgefasst. Aber, wurden verarscht. War eine böse Ikaros. Ja, der böse Synapse-Chef denkt sich nur, Idiot, der guckt sich das Ganze nämlich an. Und in dem Moment greift die böse Ikaros ihn auch schon an, den Tomoki. Fetzt ihn so richtig in den Boden rein. Ja, und dann dachte sich unser Chef da, das Problem ist nicht die Kapazität, sondern die Außenhülle. Und damit hat er hat immer versucht, etwas Stärkeres zu machen. Dabei kann er doch einfach etwas Heimliches machen. Also quasi ein... Isst du gerade was? Ja, leider. Ein Hustenbonbon. Damit mal meine Stimme so langsam versagt. Ich dachte nur gerade, mein Sound hört hier Sorry, ich dachte, das war subtil genug. Wenn du Show machst, dann denke ich irgendwie, Typ wird mit der Mund nicht. So, ist weg. Gut. Okay. Ja. Das ist geschluckt. Ja, er erklärt dann noch so ein bisschen technisches Gebrabbel, was er jetzt groß gemacht hat. Er hat jetzt nicht die Flügel in der Vollkraft reingebaut, sondern hat sich um die Außenhülle gekümmert, weil die das ja alles beinhalten muss und diese Energie ja auch bündeln können muss. Was ja eigentlich auch wieder heißt, dass er mit der Kreation von der Uranus-Queen gar nichts zu tun hat, glaube ich. Ne? Das war ja hier Daidalos. Das war Daidalos. Ja, genau. Man könnte natürlich aber, also was ich, eine Vermutung, die ich auch schon lange habe, ist, dass Daidalos so dieses typische Wissenschaftler Creation-Prozess irgendwie durchlaufen hat, so dieses typische, ich habe was erschaffen,
was super hilfreich sein kann und so weiter. Und sie wurde dann eben halt, keine Ahnung, das wurde dann zweckentfremdet von den Obrigkeiten oder was auch immer. Du weißt ja nicht mal, ob der Typ jetzt letzten Endes der Oberbösewicht ist oder ob das nur einer von vielen von solchen Arschlöchern ist. Genau. Ich habe Kernspaltung entdeckt. Wir können damit Energie produzieren. Oh, aber auch Bomben, ne? Theoretisch genau. Und sie ist ja, also sie wird ja auch deklariert als eine Massenvernichtungswaffe. Ja, genau. Und ich bezweifle es ganz stark, dass Daidalos eine Massenvernichtungswaffe kreiert hat. Genau, ja, genau. Weißt du? Mhm. Und ich denke, das ist, wurde einfach so etwas, was eigentlich für was Gutes eingesetzt werden könnte, wurde eben halt so programmiert, dass es was für was absolut Scheußliches umprogrammiert wurde. Und zwar, um die Leute bei dem Bau von Turm von Babel irgendwie komplett auszulöschen und das gesamte Dorf oder Ort, was da dazugehört, mitsamt dem großen Teil der Menschheit von dieser Ära oder sowas. Mhm. Ne? Hat man ja ganz am Anfang irgendwann mal ja gesehen bei diesem, das war ja, glaube ich, dieser Turm, dieser große, ne? Ja. Das müsste Babel gewesen sein. Und ich denke, das geht so ein bisschen in diese Richtung und wahrscheinlich, vielleicht war er auch irgendwie mit involviert oder so. Also er weiß ungefähr, wie man diese Macht nochmal produzieren kann, quasi. Ja, genau. Aber halt nicht so ganz, weil er ja nicht der Urerschaffer ist. Aber er hat eine Ahnung davon, aber... Er hatte immer Probleme, dass wenn er die komplette Macht von dem Ding benutzt, dass das immer die Außenhülle sprengt. Genau, und also hat er eben halt mehr oder minder nur Teil der... Ein Kernstück. Aber es reicht ja, wenn die weit genug kommt, um ins Innere vorzudringen. Ja, und jetzt sehen wir auf der nächsten Seite so ein wunderschönes Double Panel. Oh ja, ja. Der sieht schon ziemlich fett aus. Ach so, ja, genau. Wir haben ja die genau, davor ist noch eins. Sie verwandelt sich ja, genau, und das ist jetzt das Double Panel, in eine dunkle Form von Ikaros. Ja. Genau, also anstatt pinke Haare, ich vermute jetzt mal schwarze, aber so sieht. Offensichtlich ist es ja nicht, weil das ist ja ein Manga. Ja. Könnte natürlich auch ein ganz dunkelblau oder so. Aber ich denke mal, das ist schwarz. Weil würde cool aussehen auf jeden Fall. Also sie hat halt schwarze Haare stattdessen, anstatt schwarze pinke. Flügel. Sie hat schwarze Flügel. Es ist so das typische Trope. Ja. Ne? Bei Kid Icarus. Mhm. Icarus Uprising bei dem Spiel zum Beispiel, da ist es im Grunde fast das Gleiche. Da hast du einen Engel, der weiße Flügel hat und einen weißen, wie nennt man diese griechischen Outfits da? Eine Toga oder sowas. Toga, genau. Und irgendwann wird vom Bösen oder von der Bösen eine dunkle Variante von ihm erschaffen, wie so eine Art Klon oder sowas. Und er hat natürlich schwarze Haare und hat natürlich eine schwarze Toga an. Mit leichten Lila-Kontrasten, sodass zu zeigen, böse. Der ist böse. Aber es könnte auch wieder darauf hinauslaufen, auch wie da oder wie oft halt so, dass es nicht zwangsweise böse ist, sondern erstmal nur für Böses genutzt wird. Ja, genau, das ist ja wie. Aber es könnte ja trotzdem noch eine Ikaros drin sein, weißt du, was ich meine? Eine Waffe ist in erster Linie. Eine Waffe in der Hand von einem Polizisten, der einen Mörder erschießt oder so, ist ja dann die Waffe nicht böse, aber die von dem Mörder ist ja als für Böses genutzt. Also in erster Linie sind die ja als Waffen genutzt, die Angeloids. Genau, und die können ja auch nicht anders als gehorchen. Ja, ne? Genau. Deswegen bin ich umso gespannter, was jetzt mit Ikaros Melan, so wie sie jetzt heißt, oder genannt wird, was mit der passiert, weil das ist halt so immer dieses typische, du hast jetzt eine böse Variante von etwas, was einer deiner Main-Character darstellt, so. Ja. Aber letzten Endes, wenn du ihr in die Augen siehst, auch wenn sie jetzt schwarze Haare und schwarze Flügel hat, ich denke auch ein Tomoki wird da trotzdem in einer gewissen Form eben halt Ikaros sehen. Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich denke, das wird nicht darauf hinauslaufen, dass sie jetzt komplett gekillt wird oder so. Mhm. Ich könnte mir fast schon eher vorstellen, dass es so eine Art Fusion irgendwie am Ende führt zwischen den beiden. Mhm. Dass die vielleicht noch ein bisschen stärker wird oder so. Ja.
Man könnte auch so eine Art Zwangskernfusion heraufbeschwören, wo dann quasi Ikaros durchdrehen lässt. Das wäre eine andere Vermutung. Mhm. Das würde ja auch passen von diesem ganzen Kerngelaber. Das ja, ja, so das stimmt, ja. Mit Raptoren und was weiß ich, ja. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Ikaros Melan jetzt irgendwie so wegkommt, so wie, ja, keine Ahnung, wie eine Chaos oder so. Ja, dass die erstmal aus den Augen, aus dem Sinn. Ich glaube nicht, nee. Die ist gekommen, um zu bleiben. Die ist gekommen, um zu bleiben, aber nicht wahrscheinlich in dem Ausmaße, wie man es denkt. Mhm. Also sie wird jetzt wahrscheinlich kein weiteres Mitglied. Das bezweifle ich. Wäre irgendwie krass. Ja, und aber am Ende siehst du dann ganz gut, dass sie das Flügelsystem bringt. Also, jetzt verstehe ich das auch. Ja? Dieses variable Flügelsystem ist quasi in der Lage, diesen Sicherheitsvorrichtungsmodus zu lösen, sodass sie in den Uranus-Queen-Modus kann. Ja, stimmt. Das, ja, krass. Deswegen heißt es auch variabel. Mhm. Das würde total Sinn ergeben. Also genau, ach so, ja, dass sie variable Form von ihrer Kraft auch nutzen kann. So, ja. Genau, und deswegen wollte er sie quasi in die Mitte der Action quasi schleusen, wo sie dann die Kraft entfalten kann. Stimmt, ja. Krass. Und nicht auffällt vor allem. Mhm. Weil wenn sie das von Anfang an gemacht hätte, hätte irgendjemand sie halt sofort aufgespürt. Mhm. Auch. Interessant. Nur eine Sache finde ich ein bisschen merkwürdig. Also das ist was, ich glaube, da hat er nicht aufgepasst. Weil er hat ja eigentlich etabliert, dass sobald ein Angeloid in die Stratosphäre eintritt, also in das Örtchen quasi mehr oder minder. Dass Ikaros das sofort wahrnehmen würde, ja. Dass fast jeder das wahrnimmt. Ja, ja, selbst eine Astraea hat Dinge wahrgenommen. Hier zum Beispiel Hiyori wurde ja sofort wahrgenommen. Stimmt, ja. Und ich glaube, Hiyori ist theoretisch schwächer als diese Uranus-Queen Ikaros-Melan-Variante hier. Von daher, ich glaube, das wird nicht erklärt. Ich glaube halt wirklich mal, da hat er jetzt gesagt, ach, plotmäßig so. Ja. Passiert, ich meine, es ist auch nicht so schlimm, aber fällt mir halt auf. Vielleicht macht er damit noch was, aber so ein Stealth-Mode oder sowas. Ich meine, gut, es ist ja im Grunde eine Kopie von der Uranus-Queen. Ja, ne? Vielleicht hat die nicht auch mal so einen Stealth-Modus gehabt oder sowas? Obwohl, so der Stealth-Modus, das war ja eher so ein Nymphs-Ding, ne? Stimmt, das war eher ein Nymph-Ding, genau. Mhm. Kann sie komplett auf einem Radar verschwinden? Hat Ikaros das nicht bei Nymph gemacht? Ja, war da nicht irgendwas? Ich glaube, ja. Oder spinne ich das jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das gelesen habe. Das war mal der Fall, ja, genau. Ja, irgendwie sowas. Also dann wird es ja wieder Sinn ergeben, verdammt. Wir dürfen uns nicht so viel Zeit lassen dazwischen. Ja, Sie ist jetzt Uranus-Queen-Modus aktiviert und dann haben wir den Cliffhanger. Und da sind wir mal gespannt, was im nächsten Part so kommt. Genau. Ne? Dann gibt es noch einen extra Bonus-Part. So ein witziges Kapitel, genau. Ich muss gerade mal kurz durchblättern, weil ich gerade gar nicht mehr weiß, was das war. Nymph. Ja, irgendwas mit Nymph. Ich glaube mal so ein bisschen edgy Nymph quasi. Mhm. Was sonst eher nicht in den Kapiteln in dem Maße vorkommt. Ich glaube, das ist wirklich einfach ein reines edgy Kapitel mit Nymph. Also ja, genau. Er wollte ihr irgendwie unanständige Schlüpfer zum Anziehen geben. Mhm. Oder zumindest hat sie das irgendwie in der Wahrnehmung, weil sie schon automatisch denkt, dass ihr Tomoki irgendwie halt so pervers ist. Mhm. Und der hat er eigentlich gar nicht dran gedacht. Nee. Und sie hat da irgendwelche komischen Wahnvorstellungen, wie diese ganze komische Trope da, wo die Japan scheinbar sehr beliebt ist in irgendwelchen, wie heißt die nochmal, JAVs? Adult oder sowas? Videos, AVs, JAVs. Wo irgend so eine Dame, das ist in Japan scheinbar ein Ding, in den Aufzügen steht und Knöpfe drückt, so für dich. Also wieder so ein Portier wie damals, wo Aufzüge noch von einem Operator bedient werden mussten.
genau. So sieht es aus. Ja, willst auch einen hier? Kannst du einen haben. Nicht so tief. Und ja, keine Ahnung, sie wird da halt befummelt, zumindest in ihrer Fantasie, und sie meint halt so, und ja, und dann willst du auch noch irgendwie, keine Ahnung, mit, ich weiß nicht mal, was das sein soll, irgendwelche langen, schlappigen, ach, Tomoki-Schlangen oder sowas? Aale oder Aale Tentakel. Oder Tentakel, die in ihre Unterhose reinkommen und so weiter, per Schlangenbeschwörung. Das ist so ein Fantasy-Setting, ja, genau. Ja, ja, genau, und darauf wird er dann irgendwie verprügelt und dann. Naja, dann hat er. Naja, es stimmt ja alles nicht, aber er wird halt dafür quasi zur Rechenschaft gezogen, wird verprügelt und sie meint halt so, ich werde definitiv kein Höschen anziehen, damit du es weißt, und dann meint er so, warte mal. Dann wird er auf einmal voll ernst. Wenn du das sagst, dass du kein Höschen anziehen willst momentan. Was trägst du denn? Was trägst du dann momentan? Also das ist da drunter. So, das kannst du natürlich im Tomoki nicht geben. Das ist natürlich... Ja. Ja, und dann jetzt fällt er natürlich... Er ist ja schon mit dem Kopf in der Wand drin, quasi durch die Attacke. Er fällt rückwärts um und meint, sorry für alles, ich gebe auf. Und das ist natürlich der ultimative Trick, um einfach direkt unter ihr zu landen, um zu spannen. Und daraufhin wird er halt zertreten. Das war... Und er hat immer noch nicht gesehen, was er wollte. Obwohl das Witzige ist, dass sie ihn ja sehen, mit ihrem Verdacht quasi so dahin getrieben hat. Hätte sie jetzt das weiter unkommentiert gelassen, diese Situation, wäre nie was passiert. Hätte sie es einfach gelassen, ne? Hätte sie es einfach fucking gelassen. Oh mein Gott. So, die nächste Nummer ist Nummer 14. Da sieht man auch Icarus Melan schon auf dem Cover drauf. Sieht sehr cool aus. Darum werden wir uns das nächste Mal kümmern. Werbung von Rising X Riding. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Sehr lustiger Manga. Ja. Strike the Blood. Habe ich da noch nie gelesen. In diesem Sinne, es hat wieder mal Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich denke, wir werden... Also ich würde sagen, wir bringen es auf jeden Fall immer an einem Montag. Aber ich will jetzt mal einfach so sagen, ich will das nicht jeden Montag bringen. Ja. Ich denke, es ist einfach besser, dass wenn wir das einfach an einem Montag bringen, reicht es. Oder alle 2 Wochen oder so. Irgendwie so. Also ich will mich gar nicht festlegen, weil ich weiß, dass ich es nicht einhalten kann. Dann kommt irgendwas dazwischen und schon klappt es wieder nicht. Deswegen, also für alle Leute, die da weiterhin zuhören möchten und weiterhin das verfolgen möchten. Wir könnten das ja, genau, wir könnten das ja so entscheiden, wie es gerade passt. Eventuell vielleicht sogar vorproduzieren oder so. Können wir mal gucken. Je nachdem. Ja, ich hab's schon immer gern aktuell, ehrlich gesagt. Weil ich mag das einfach mehr, dass du so Zeit auch zwischendrin hast. Ja, so ein bisschen. Genau. Und wie gesagt, also wir werden es einfach immer an einem Montag bringen, weil es heißt Manga-Montag. Das wäre Quatsch, das an einem anderen Tag zu bringen. Und aber nicht jede Woche. Nee. Weil es sind halt auch fucking 2 Stunden über Angel Lloyd, was nicht jeden interessiert. Und da denke ich mir einfach, das muss nicht jeden Montag sein. Und dazu kommt halt auch noch, mein Input ist jetzt mehr geworden. Also ich habe ein bisschen viel mehr Edit-Arbeit, die ich an den Videos mache. Es ist wesentlich mehr Arbeit, die da jetzt mittlerweile drin steckt. Und die braucht auch Zeit und Freizeit vor allem. Und die hat man halt auch nicht immer. Und dementsprechend wird es einfach kommen. Ihr werdet sehen, es wird einfach da sein. Aber ihr könnt auf jeden Fall erwarten, es wird Montag sein. Der Manga-Montag wird immer ein Montag sein, wird immer ein Montag bleiben. Aber halt nicht mehr wöchentlich. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich denke auch, dass wir es schaffen, dieses Jahr auf jeden Fall mit dem Manga fertig zu werden. Ja. So viel kann ich schon mal sagen. Wie zeitig das dann wird, das werdet ihr dann sehen. Aber wir werden es auf jeden Fall schon so organisieren, dass wir es dieses Jahr auf jeden Fall fertig kriegen. Das ist einer meiner Bucketlist-Projekte auf jeden Fall für Mesomanga. Dass wir das auf jeden Fall fertig kriegen. So, ihr Lieben, dann sage ich einfach mal vielen, vielen Dank wieder an dich, Flo, fürs Zeitnehmen und für gut zu lutschen und fleißig mitmachen. Ja.
Und auch an euch da draußen natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt, dass ihr es angehört habt. Ich weiß, es ist natürlich für viele jetzt auch gerade, die vielleicht neu auf dem Kanal sind, ein komplett untypisches Ding. Die werden es wahrscheinlich bis hierhin wahrscheinlich gar nicht hören, weil die meisten eher nicht so Freunde von Podcasts sind. Aber wir wollten es halt auch immer noch weiterhin durchziehen, dass es hier und da eben halt ein Podcast-Projekt gibt. Wir werden das jetzt nur einfach ein bisschen offensichtlicher markieren, dass die Leute es halt gleich wissen. Ja, ob, das ist gar nicht, ne, mal so verkehrt. Ja, dass die nicht abgeschreckt werden, dass so auf einmal, was ist das? Und, wo ist mein Gesicht? Wo ist mein Gesicht? Und ja, das war es eigentlich auch schon. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga. Ja, freut euch auf den nächsten Teil. Schaut in die anderen Videos rein. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Rückmeldung freuen. Und ich sag, ich bin der René von der Maison Manga, das ist der Flo von der Maison Manga gewesen. Und wir sagen wieder einmal Ciao. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Was war denn das jetzt das, wieder? Das, was machst denn du? Das war, Geräusch. Das war jetzt mit Absicht. Okay, okay. Das war schlecht.